Einen wunderschönen guten Abend, mal können wir hier. Einen wunderschönen guten Tag, Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yoshi und Chat im Supermarkt. Heute ist tatsächlich eine Frühschicht dran. Hatten wir sehr lange nicht mehr, dass ich so früh gestreamt habe, aber da ich später ja keine Zeit mehr habe, wollte ich heute ein bisschen früher anfangen. Und deswegen übernehmen wir heute die Frühschicht im Supermarkt. Es freut mich, dass ihr da seid. Wirklich ganz viel Liebe an alle Leute, die hier auf YouTube mal wieder unterwegs sind. Ich glaube leider, die YouTube-Anzeige hat natürlich, ja, die Subs haben nicht aktualisiert, Chat. Ich glaube, warte, lass mich mal ganz kurz gucken, bei wie vielen Subscribern wir jetzt gerade mittlerweile sind beim YouTube-Kanal. Warum auch immer, dieses Plugin funktioniert irgendwie nicht so ganz, die Subs richtig anzuzeigen. Wir sind bei 2084 Subscribern auf dem YouTube-Kanal. Junge, das ist Wahnsinn. Fast 2100. Also wirklich, Dankeschön an jeden Einzelnen da draußen. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach krass, wirklich. Und die letzten Subscriber sind Panio, den haben wir hier, Muni, Hello, Natascha. Das sind die letzten Subscriber. Freut mich, herzlich willkommen auf unserem kleinen YouTube-Kanal. Dankeschön. So, und damit starten wir jetzt sofort in den heutigen Tag rein, in die Frühschicht. Ich hoffe, ihr habt euch alle einen Kaffee gemacht, auch wenn ich gar keinen Kaffee trinke. Aber für so eine Uhrzeit, da braucht man einen Kaffee. Und, Chat, was stand an? Ich habe das schon wieder natürlich alles vergessen. Also wir haben den Supermarkt, glaube ich, noch soweit es geht aufgefüllt das letzte Mal, wo wir aufgehört hatten. Oh, ja doch. Und ja, wir hatten natürlich das hier so ein bisschen geiler ausgebaut. Wir haben generell alles so ein bisschen schöner designt, was mir eigentlich sehr gut zuspricht. Und ich glaube, als nächstes wollten wir anstreben, den Supermarkt zu erweitern. Kann das sein? Das kommt gelegentlich, dich mal wieder live zu sehen, sozusagen, dass ich, weil ich früh ins Bett muss wegen Schule, morgen und Mittwoch Arbeit. Juna, ganz viel Liebe an dich und freut mich natürlich, dass du da bist. Ich würde sagen, wir starten einfach mal sofort in die erste Schicht. Guck mal, ich wollte gerade an die Kasse gehen. Hier. Mein Hirn ist immer noch, praktisch hat immer noch abgespeichert, dass da die Kasse ist. Mulm, danke schon auch an dich für die 24 Monate. Sehr krass. Guten Tag, der Herr. Was kommt aus einer defekten Kaffeemaschine? Oh nein. Chat, ich muss mal ganz kurz. Was kommt aus einer defekten Kaffeemaschine? Ein Cappuccino. Habe ich jetzt einfach mal nicht gehört. Ich muss mal ganz kurz die Kategorie wechseln. So, Kategorie wechseln. Bla bla bla. Und noch das Subziel. Und das sieht super aus. Okay. Guten Tag. Sie sind der erste Kunde heute in einem Supermarkt. Warte mal, wo sind die ganzen anderen Kunden? Der ist einfach alleine. Wir haben heute nichts im Angebot, übrigens für Sie. Der war so schlecht, dass er gut war. Mulm, danke dir für die 24 Monate. Ach ja, und für die Leute, die es noch gar nicht gesehen haben, wir haben jetzt ein spezielles Feature in unserem Laden, was, glaube ich, nicht jeder Laden hat. Und zwar sehr, sehr krass. Die Menschen müssen jetzt draußen anstehen. Ich finde das super. Also wenn hier zu voll ist, dann stehen die einfach hier draußen auf der Straße. Und ich finde das insane geil. Keine Butter, heute keine Butter im Angebot. Wobei wir eigentlich... Okay, Chat, wisst ihr was? Wir haben heute einen guten Tag. Wir haben heute einen guten Tag. Wisst ihr, wir machen einfach mal die Butter heute wieder im Angebot, aber für 1,50 und ich mache 2 Cent Profit damit. Heute werde ich reich. 2 Cent Profit. Krass. Nur heute die Butter im Angebot, so dass ich 2 Cent Profit mache, schlagen Sie zu. Dankeschön. Purer Luxus. Das ist wirklich purer Luxus, ja. Die Witze werden immer lustiger. Nein, die werden immer schlimmer. Ich weiß nicht, warum ich mir diese Text-to-Speech eigentlich antue. Richtige Schnäppchenbutter. Wie viel, also ich meine, ich esse ja keine Butter. Wie viel kostet Butter jetzt gerade bei euch im Supermarkt? Hat da jemand eine genaue Zahl? Weil ich weiß es nicht. Ich kaufe so ein Müllprodukt nicht. Bald musst du Sonnencreme verkaufen für die Kunden, die draußen stehen. Oh mein Gott, ja, und das ist auch ein super Geschäft. Die müssen dann Sonnencreme bei mir kaufen, weil sie ja sonst draußen verbrennen in der Schlange. Und vor allem Sonnencreme kannst du wahrscheinlich für unfassbar viel Kohle verticken. Wir tun einfach so, als wäre das hier ein Urlaubsort. Dann können wir einfach so 30 Euro für die Sonnencreme einnehmen. Es kommt auf die Marke drauf an. Mach bitte 1 Cent Gewinn. Willst du, dass ich bankrott gehe? Jetzt gerade mache ich 2 Cent Gewinn. Das ist doch schon. Ich ziehe mich doch hier praktisch schon aus. Ja?
Alter, Bayern-Kid will einfach, dass mein Supermarkt bankrott geht. Das ist ja asozial. Und Regenschirme müssen wir auch noch verkaufen. Stimmt, wenn die im Regen stehen müssen draußen. Keine Ahnung, ich esse keine Butter, ich kaufe keine Butter. Also keine Ahnung. Warte mal, warum kauft ihr alle keine Butter? Normalerweise werde ich immer total gehatet, wenn ich das sage. Es kauft trotzdem niemand Butter. Nee, die sind sich alle zu fein dafür. Selbst im Angebot kaufen die das nicht. Kann man pleite gehen? Ja, kann man tatsächlich. Also, wurde mir gesagt. Ich weiß nicht, ob man immer einen Kredit aufnehmen kann, so dass man dann sich wieder rausbuxieren kann. Keine Ahnung. Kann das jemand sagen, ob das geht? Aber ich habe irgendwie mal gehört, dass jemand... Also, warte mal. Eine Freundin von mir hatte das Problem in der Demo. Und zwar hat die einfach ihr ganzes Geld ausgegeben und dann war der Supermarkt leer. Das war halt noch so total am Anfang. Und sie hatte keine Produkte mehr. Und ich glaube, da gab es die Funktion noch nicht, dass du einen Kredit aufnehmen kannst oder so. Und dann hatte sie einfach keine Kohle mehr. Und dann musste sie einen neuen Spielstand anfangen, weil sie einfach... Die war wirklich bankrott. Sie konnte nichts dagegen tun. Blond, einen wunderschönen guten Abend. Alles klar bei dir. Manuel, danke schön auch an dich für den allerersten Prime-Sub. Ich danke dir von Herzen, Mann. Dankeschön. Ich hoffe, dass du einen schönen Tag hattest. Viel, viel Liebe, Mann. Dankeschön. Kannst du mir aus dem Supermarkt was zum Snacken vorbeibringen? Das wäre toll. Wir bräuchten jemanden, der nach Hause liefert. Das wäre geil. Hat irgendjemand von euch irgendwie ein Moped oder so? Oder eine Vespa oder irgendwie sowas? Auto wär zu krass. Wir brauchen jemanden mit einem Roller oder irgendwie sowas. Und kann Produkte nach Hause liefern? Dann könnten wir einen Online-Service anbieten. Das wäre gut. Oder ein E-Bike? Ja, E-Bike würde auch gehen. Aber eigentlich wäre das Klischee noch besser mit so einer... mit so einer Vespa angetuckert kommen oder so. Das wäre krass. Nee, leider nicht. Ich komme mit einem Skateboard. Boah, ein Skateboard würde eigentlich auch irgendwie einen coolen Drip haben. Ich habe ein Auto. Ja, aber Auto ist zu cool. Da konnte jemand den Lachs nicht finden. Ja, müssen wir dann aufstocken. Warte mal, warum... Ach ja. Nee. Chat, hatten wir eine neue Lizenz geholt und uns fehlen Produkte oder ist es einfach ausverkauft? Auf einem Esel. Auf einem Esel. Ja, bitte, bitte mach das. Auf einem Esel wäre wirklich super. Das käme, glaube ich, sehr krass. Ist ausverkauft, okay, gut. Ich dachte schon, ich habe irgendwelche Produkte vergessen. Aber die Pizza geht heute sehr gut weg. Habe ich die irgendwie zu billig drin? Oh oh. Ich sehe es schon kommen. Gleich, wenn ich nachgucke, habe ich die Pizza irgendwie viel zu billig im Angebot gerade. Okay, sie will auch Lachs haben. Warum wollen jetzt plötzlich alle Lachs haben? Die wollen immer das haben, was man nicht hat. Magst du mir nochmal die Adresse vom Markt geben? Keine Lust zu Rewe zu fahren. Ja, das ist eine gute Frage. Wo liegt eigentlich mein Markt? In der Mulmstraße 10. Sagt ihr das was? Ich weiß nur auch nicht, in welchem Land mein Laden ist. Warte, ich muss ja mal ganz kurz... Ich muss ja mal ganz kurz über den Laden springen, über die Theke. Zack, zack, zack. Abends gibt es irgendwie, warum auch immer, nochmal so eine richtige Welle an Kunden, die reinkommen, ne? Das sind bestimmt die, die gerade von der Arbeit noch kommen und mal eben ein paar... Ja, ne, sie. Ein paar Süßigkeiten reinfahren wollen nachts. Sollte nicht irgendwie ein Update kommen? Ja, Nia, es sollte übers Wochenende ein größeres Update kommen, aber es gab irgendwelche Probleme, was auch immer da passiert ist. Ich habe irgendwie was mitbekommen von wegen, da ist irgendwas auf dem Discord-Server passiert. Keine Ahnung, ob das stimmt. Wie gesagt, ich habe da so ein paar Sachen gelesen gehabt einfach. Da würde ich mich jetzt nicht darauf festlegen, dass das stimmt, aber es gab irgendwelche Probleme und deswegen hat sich das Update jetzt verschoben. Und das kommt jetzt irgendwann demnächst. Keine Ahnung. Und es gab auch schon Leute, habe ich gelesen, die sich total darüber abgefuckt haben und sauer auf den Entwickler jetzt sind, weil er das Update jetzt nicht über das Wochenende rausgebracht hat. Und die sind jetzt stinksauer. Und wahrscheinlich hört sich jetzt auf, die Welt zu drehen oder so für die. Junge, wo kommen die denn alle her? Die haben sich ja vermehrt wie die Karnickel hier in der Stadt. Echt jetzt? Sind die Menschen doof? Ja. Das ist Katastrophe. Also ich habe es ja auch eben noch gesagt, auch hier für die YouTube-Zuschauer.
Wie gesagt, das Update sollte am Wochenende rauskommen. Es gab irgendwelche Probleme und das Update ist jetzt eben noch nicht da. Und das soll jetzt irgendwann die Tage rauskommen. Und ich habe jetzt schon Leute gesehen, einfach die total sauer sind auf den Entwickler und sich darüber abgefuckt haben in so einem Forum. Oder was heißt Forum? Auf Steam eben, wo man so Nachrichten schreiben kann. Die waren total sauer und aufgelöst darüber, dass sie jetzt das Update nicht am Wochenende bekommen haben. Und dabei ist das ein Typ. Junge, wie, also, ich meine, klar, so, man kann enttäuscht sein oder so, aber Junge, du, also jetzt da irgendwie den Entwickler für anzufahren oder so, nur weil der das Update da nicht rausbringt am Wochenende und eben zwei Tage später oder so. Also, ich bitte dich. Also, keine Ahnung, Mann, wie wenig Respekt kann man haben? Also, vor allem ist das ja auch viel Arbeit, so eine Scheiße. Und dann auch noch alleine zu machen halt. Ich find's, wie gesagt, überhaupt cool, dass die Updates so zeitnah rauskommen. Die sollen ihr Leben chillen, wirklich. Die sollen mal ihr Leben chillen, diese Knechte. Boah, Chat, wir haben fett Asche gemacht. 4 Produkte nicht gefunden und die Produkte... 7 Produkte waren zu teuer. Ich brauche meinen Schlägertrupp. 7 Produkte. Also denen muss mal ein bisschen Vernunft eingeprügelt werden. Das soll bitte jetzt noch die nächsten 2 Tage kommen. Da habe ich noch frei. Muss dann wieder 10 Tage durcharbeiten und habe dann keine Zeit für meinen Laden. Nia, ich drücke dir die Daumen. Also wie gesagt, ich freue mich so zeitnah, dass es rauskommt. Natürlich, ich bin da happy drüber, wenn da irgendwas Neues über das Spiel rauskommt. Ist ja klar. So wie wahrscheinlich jeder andere, der das Game selber zockt. Und wir werden sehen. Ich drücke dir die Daumen, dass es noch rauskommt jetzt in den nächsten 2 Tagen. Ich meine, wenn nicht, dann ist das halt eben so. Ne? Dann müssen wir das halt eben akzeptieren. Und das ist auch okay. Also, ne? Ich finde, das ist schon okay. Warte mal, hier wurde gar nichts von gekauft. Hä, aber der Preis ist voll gut. Was soll das? Kauf mal mehr Parmesan, ihr Wichser. Was soll denn das? Wie groß ist der Schlägertrupp? Also, ich weiß nicht. Ich glaube, viele Menschen in meinem Stream würden sich dafür bereit erklären, bei mir Security zu sein und Menschen zu verprügeln, die nicht, also die rumheulen wegen zu hohen Preisen. Ich glaube, da würden sich viele bereit für erklären, die da Spaß dran hätten an dieser Sache. Chat, ich überlege gerade, also wir haben jetzt 5700, ne, warte mal, die wollte ich jetzt aber nicht wegschmeißen, die eine. Wir haben jetzt 5700, ne? Also wir können vielleicht schon gleich die Erweiterung kaufen für den Supermarkt, dann ist der Supermarkt ein bisschen größer. Also wenn mich nicht alles täuscht, hast du noch Nudeln im Lager, falls du auffüllen musst? Lass mal ganz kurz gucken. Ja, tatsächlich, wir müssen Nudeln auffüllen. Jetzt, wo du es sagst, ja, ich glaube, wir haben wirklich noch Nudeln im Lager. Werden wir jetzt sehen. Ich melde mich freiwillig als Tribut, sehr gut. Schläger kann man immer gebrauchen, wenn man Supermarkt-Imperium führt. Meine Kartoffeln gehen nicht weg, obwohl sie nur 20 Cent teurer. Verstehe das nicht, aber Butter geht. Warte mal, Dark Knight, bei dir kaufen die Butter? Warte, was? Warum kaufen die denn bei dir Butter und bei mir nicht? Ich verschenke die Butter. Ich verkaufe meinen Körper für die Butter. Ich mache 2 Cent. 2 Cent Profit. Und die kaufen die bei mir nicht. Oder nicht viel. Und du verkaufst sie zu viel? Das kann doch alles, das ist doch alles gerickt. Das kann doch alles nicht wahr sein, was hier passiert. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Bei mir kaufen die so selten Butter. Ja, bei mir halt auch. Und das ist es ja. Ich versuche es ja schon irgendwie Butter schmackhaft zu machen, indem ich sage, dass wir die selber herstellen. Feinste, also ich sage das nicht nur so, natürlich ist das auch so bei uns im Supermarkt. Nur feinste Ware bei uns. Nur feinste Ware. Das ist alles Scam. Ich habe heute vielleicht 3 Butter verkauft. Warte mal, wie lange hast du... Warte mal, wie lange hast du gespielt, Orwell? Ich habe heute nur diese enttäuschte Nachricht. Ich habe heute nur 3 Butter verkauft. Ach du heiliger Bimbam. Okay, also ich habe ja gerade 3 oder 4 oder so verkauft. Du hast in 2 oder 3 Stunden 3 Butter verkauft. Ach du heiliger. Ja, okay, dann sollte ich mich hier gar nicht beschweren, wenn ich an einem Tag 3 oder 2 verkaufe oder so. Ja, okay, das ist hart. Das ist richtig krass. Bei mir ist Butter das meistverkaufteste Produkt. Ich muss es jeden Tag neu kaufen. Hä? Ist das so unterschiedlich?
Ja, Butter geht übel weg bei mir. Ich mache 1,20 Profit bei der Butter. Keine Ahnung. Junge, da also in welcher Stadt hast du deinen Supermarkt? Vielleicht sollte ich umziehen. Vielleicht sollte ich mit meinem ganzen Markt umziehen. Aber das ist ja übertrieben krass. Wie heftig, Mann. Die Inflation kickt rein. Ja, die Inflation kickt sowieso auf mehreren Ebenen rein. Ich meine, ich muss jeden Tag irgendwie 120 Euro Miete zahlen. Also ich bitte euch. So, ich glaube, wir haben jetzt soweit alles aufgefüllt, was wir gerade noch... Anni, hier haben wir noch was. Sushi. Was hat eben noch mal gefehlt, was sie alle haben wollen? Lachs oder so, ne? Toilettenpapier und so brauchen wir auch alles. Die Butter ist das neue Toilettenpapier. Ja, wirklich. Das ist ja Wahnsinn. Okay, der Sushi-Schrank sieht ganz gut aus. Öle braucht man auch immer. Der Lachs. Ich stehe einen Ort weiter. Dark, warte mal. Du stehst einen Ort weiter. Vielleicht kann Mr. Lamborghini mich mitnehmen. Ich komm mal zu dir und guck mir das mal an, wie gut die Produkte bei dir verkauft werden. Vielleicht muss ich meinen Standort wechseln. In Mulmhausen mag eben keiner Butter. Das kann ich aber auch verstehen. Also mal so als Frage an euch. Wie sieht das bei euch aus? Esst ihr Butter, ja oder nein? Ellie, einen wundervollen Abend wünsche ich dir übrigens. Ich habe mal so eine Frage in die Runde. Wenn ihr frei habt, rennt ihr dann auch den ganzen Tag in Schlafzeug rum? Also du meinst so im Schlafanzug? Ja, also ich bin tatsächlich auch mit meinem Schlafanzug schon mehrmals einkaufen gewesen. das habe ich auch schon gemacht. Okay, ich würde sagen, wir fangen hier links an. Müsli, kaufen wir einfach Müsli, Milch, Tee. Fangen wir erstmal damit an. Also, hier ist der Computer. Müsli, Milch und Tee. Von dem anderen Tee haben wir noch. Wir könnten Kaffee noch nachbestellen, und zwar der rote. Ja, safe immer. Ja, ja. Zu Schlafanzugfrage ja, früher nein, jetzt schon. Okay. Für Schlafanzug ja und nein für Butter. Okay, ich wusste nicht, dass so viele in meinem Stream keine Butter essen. Wie gesagt, es gab Zeiten, da wurde ich dafür ausgegrenzt in meinem Stream und gemobbt. Ha, jetzt haben wir die Überhand. Ich hasse Butter, ich esse alles mit Frischkäse. Menschen, die zu Hause normale Hosen tragen, finde ich weird. Ja, aber wir haben ja auch damals schon mal diese These aufgestellt, also wer generell mit Jeans im Bett liegt. Ne? Käse, Käse, Milch. Wer mit Jeans im Bett liegt, der hat ja sowieso die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich glaube, da kann auch jeder zustimmen. Also wer wirklich mit einer Jeans in seinem Bett liegt, der ist ja komplett. Erdnussbutter und Toast. Warte mal, Toast heißt ja geschnittenes Brot. Ja, ja, komm, Schnauze. Kommt darauf an, was ich vorhabe. Butter ist eine Red Flag. Warte mal, ist nicht eine Red Flag so eine Dating-Sache? Hättest du jetzt ein Problem damit, wenn dein Partner oder deine Partnerin Butter isst? Wäre das jetzt ein No-Go? Stell dir mal vor, lernst du so ein Mädchen kennen, Traumfrau oder eben einen Typen, Traummann, wie auch immer. Absolutes Traumdate, man versteht sich so gut, man ist einfach sofort verliebt gefühlt. Und dann sitzt man da, wir nehmen jetzt einfach mal das Klischee in einem Lokal und das Date verläuft super, alles geil. Und dann fragst du die Frage, magst du eigentlich Butter? Und die Person sagt einfach ja. Und dann stehst du einfach auf und gehst. Nee, also es tut mir leid, dann ist vorbei, genau, also das geht ja gar nicht. Nee. Da können wir auch leider hier nicht zusammenkommen. Du siehst super aus, du bist super toll vom Charakter her. Du rettest Kätzchen von Bäumen, du hilfst Omas über die Straße, du bist nicht tätowiert. Alles perfekt. Und dann kommt die Butterfrage. Und dann wird die Person einfach sitzen gelassen. Prince, einen wunderschönen guten Abend, Mann. Alles klar bei dir? Man muss ja auch Grenzen setzen. Ja, ist schon wichtig, ne? Obix, einen wunderschönen guten Abend. Man muss schon Grenzen setzen, das stimmt. Sollte man aber am besten direkt im ersten Satz abfragen. Achso, du meinst so, wenn... Man kommt gerade so ins Lokal rein und die Partnerin oder der Partner oder eben das Date wartet da und man kommt so rein und die erste Frage so, hi, und dann so, sag mal, magst du eigentlich Butter? R7, einen wunderschönen guten Abend, hey. Nein, aber Butter selbst finde ich schrecklich, weil ich so sensitive mit Essen bin. Ja, also ich meine, ich bin auch der übelst abgefuckte Esser, also ich habe auch richtig miese Essgewohnheiten, aber...
Ja, ich meine, das war auch nur Spaß. Ne? Also wer jetzt wirklich seinen Partner nach dem Essen wählt, weiß ich nicht. Fände ich irgendwie sehr komisch, oder? Oder wie sieht's bei euch aus? Ich meine, okay, es gibt Unterschiede. Es wäre nicht gut, wenn der Partner oder die Partnerin Menschen ist oder so. Das wäre eine Red Flag für mich. Das fände ich problematisch, ja, da bin ich ehrlich. Ich esse eigentlich nur Bolognese. Du isst immer, jeden Tag isst du Bolognese oder was? Mein Ex-Freund mochte keine Eier, weil die aus dem Popo von einem Huhn kommen. Aber deinen Hintern mochte er, oder was? Was? Auch interessant. Nicht tätowiert sein ist eine Red Flag. Also, echt jetzt? Das finde ich auch weird. Weil ich meine, ist das nicht jedem selber überlassen, ob er jetzt tätowiert ist oder nicht? Oder war das jetzt ein Spaß? Weil, also ich meine, mir ist das doch scheißegal, ob meine Partnerin tätowiert ist oder nicht. Also auch wenn ich jetzt selber kriminalisiert bin durchs Tätowieren. Boah, das wäre aber schon hart, Mann. Okay, wir brauchen Eier. Warte mal, brauchen wir gar nicht. Wir haben ja hier ein ganzes Eierregal. Oh, die werden aber auch nicht so gut verkauft. Ja, natürlich problematisch. Wir wollten hier irgendwas anderes reinmachen. Das war Spaß, okay, gut. Ja, weil wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten und es gibt ja wirklich Menschen, die haben das zu ihrer Aufgabe gemacht, so ungefähr. Seven, dankeschön für dein Follow. Die haben das zu ihrer Aufgabe so ungefähr gemacht, Red Flags oder so ins Internet zu stellen, was sie an anderen Menschen nicht mögen. Und ja, wir haben uns da auch mal ein bisschen drüber lustig gemacht, aber das meinen Menschen ja wirklich ernst teilweise leider. Also es gibt Mädels oder so, für die ist es eine Red Flag, wenn der Partner eben eine Schwester hat. Oder seine Mutter sehr liebt oder so. Ach, Herzschat, wir leben in ganz wilden Zeiten. Ganz, ganz wilde Zeiten. Puderzucker, Mehl. Können wir eigentlich mal beides. Puderzucker und beide Mehlsorten. Puderzucker ist natürlich wieder teurer geworden. Ah ja, Chat, erinnert mich, bevor wir jetzt gleich den Tag anfangen, wir müssen definitiv die Preise alle mal durchgehen. Erinnert mich einfach mal ganz kurz daran gleich. Wir brauchen, hiervon brauchen wir zwei. Okay. Heißt das nicht Ick heutzutage? Ich habe keine Ahnung, wie die Jugend das nennt. Ich bin ja auch gar nicht mehr auf Social Media, deswegen ich habe keine Ahnung, wie man sowas nennt, aber ich kann, doch, warte mal. Doch. Ich glaube, das hat mir mein Chat mal erzählt, dass man das Ick nennt. Aber ja, Ick, Red Flag, ist ja auch egal. Okay, Salz, Spaghetti, Reis. Salz, Spaghetti, Reis. Salz, Spaghetti. Und dann brauchen wir auch noch den Reis. Den guten Basmati-Reis. Der knallt. Ich wollte gerade eine Serie gucken und dann sehe ich, dass du live bist. Obix, mach dir keinen Stress. Also du kannst den Stream natürlich immer nachgucken. Du kannst aber auch natürlich jetzt gemütlich die Serie gucken und den Streamer generell einfach später nachschauen. Oder aber du guckst den Stream jetzt einfach und dann guckst du danach die Serie. Denn ich bin auch nicht mehr lange live. Okay, das hätten wir. Wir bräuchten Orangensaft und Soda vielleicht noch. Und die hier ist das, glaube ich, ne? Bestellen. Das TikTok-Universum ist so oder so eine Sache für sich. Ja, ich fühle mich schon mit 26 für alt für diese Jugendsprache. Ja, also guck mal, ich bin jetzt 25, glaube ich zumindest. Doch, ich glaube, ich werde dieses Jahr 26. Und ich kann da auch gar nichts mehr anfangen. Also generell ja, seitdem ich halt eben kein TikTok und so mehr benutze, bin ich gefühlt ein Außenseiter, was das angeht. Aber ja, ich meine, ich fand das sowieso schon irgendwie immer komisch, wenn man... Ja, also es als Red Flag oder eben als unattraktiv findet oder so, wenn der Partner eben dann nicht tätowiert ist oder tätowiert. Also ich würde meine Partnerwahl nicht danach auswählen, ob jemand tätowiert ist oder nicht oder eben, keine Ahnung, ob der jetzt eine, also ob meine Freundin jetzt irgendwie einen Bruder hat oder nicht. Also das ist schon krass, auf was manche Menschen so achten, wenn sie irgendwie einen Partner suchen oder eine Partnerin. Das finde ich schon Wahnsinn irgendwie. Du bist nur ein Jahr älter als ich, ist ja krass. Ja, sehe ich so alt aus? Sehe ich so alt aus? Wie nennt man das? Ick? Also ich muss sagen, ich fühle mich offiziell mit 25 alt. Ja, Zähne sind krass wichtig. Ja, also ich meine, natürlich gibt es Red Flag. Ich würde es als Red Flag nicht betiteln, weil ich finde das Wort einfach scheiße. Aber natürlich gibt es Dinge, die wir nicht attraktiv an jemand anderem finden oder nicht gut finden. Das ist ja auch vollkommen normal. Aber ich finde schon, also ich finde schon, manche Sachen sind so extrem oberflächlich, was manche Menschen so von sich geben. Also verstehst du, was ich meine?
Oder stehe ich da jetzt irgendwie alleine mit da? Also, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt. Einfach mal so als Beispiel. Ich habe schon das ein oder andere Mal gehört eben, egal ob jetzt Mädchen oder Junge, ne, weil viele lieben sich auch einfach, ne? Mädchen liebt Mädchen, Junge liebt Junge, da gibt's ja alles. Aber ich meine so Sachen wie zum Beispiel, ja, meine Freundin braucht halt große Brüste oder so. Bruder, also wenn du danach deine Partnerwahl legst, also WTF, das ist ja WTF. Ne, sowas meine ich halt, das finde ich einfach mega weird. Also bei mir ist das zum Beispiel so, also natürlich hat man Dinge, die man anziehend findet an einer anderen Person. Und es ist auch vollkommen okay, große Brüste anziehend zu finden oder eben großen Hintern als Mann. Ist ja vollkommen okay. Genauso wie es als Frau anziehend zu finden, wenn ein Mann groß oder muskulös ist oder so. Aber normalerweise sind das einfach Dinge, die man attraktiv findet oder eben sexuell anziehend oder wie auch immer. Aber das heißt doch nicht, dass du deine komplette Partnerwahl danach richtest, sondern du willst doch einen Partner haben, der einfach perfekt zu dir passt oder einfach toll ist. Und da ist das doch jetzt scheißegal, ob deine Freundin große Brüste hat oder kleine Brüste hat oder dein Freund einen großen Pipi-Mann hat oder eben einen kleineren. Es geht doch einfach nur darum, jemanden tollen zu finden, mit dem man sich super versteht und einfach auch, ne, eine geile Zeit zusammen hat und so. Ne, das meine ich. Ich glaube, viel zu viele Menschen legen viel zu krass Wert darauf. Weil, also wie gesagt, wen zur Hölle juckt es jetzt, ob der Partner einen großen Pipi-Mann hat oder eben nicht oder eben große Brüste hat oder nicht oder einen größeren Hintern. Ne, also das ist doch, in meinen Augen ist das doch gar keine Debatte darauf achte ich gar nicht, wenn ich eine Partnerin suche oder so. Weil es halt eben einfach passiert. Also so war es auf jeden Fall bei mir, ne? Also, das wollte ich damit aussagen. Und wie gesagt, es ist ja vollkommen okay, Dinge anziehend zu finden oder so, aber ich würde jetzt nicht meine ganze Partnerwahl danach richten, irgendwie, wie jetzt jemand gekleidet ist oder so. So, Süßigkeiten. War das Regal leer? Chat, was hatten wir hier? War das leer? Wir brauchen mehr Produkte. Süßigkeiten, Toilettenpapier, Süßigkeiten, Toilettenpapier. Und Toilettenpapier geht sowieso eigentlich immer. War leer? Okay, gut. Ja, dann bräuchten wir vielleicht mal, okay, vielleicht scheißen wir auf eine Supermarkterweiterung und holen erstmal neue Produkte. Vielleicht würde das noch mehr Sinn machen. Das Game macht so süchtig. Ich habe extra eine Website dafür gemacht zur Unterstützung bei den Bestellungen, wo man einfach durch den Laden gehen kann und dann auf der Seite angeben kann, wie viel man von den Produkten bestellen muss. So muss man nicht immer zu dem PC hin und her rennen. Ey, das ist auch eine sehr coole Sache. Ich bin echt mal gespannt, wann sowas dann auch im Game kommt, also ins Spiel kommt, wenn man irgendwie so einen Laser hat oder so, dann macht's boop, boop, boop. Das wäre irgendwie cool. Gibt's das Spiel für PS5? Leider nicht. Also soweit ich jetzt weiß, nicht. Die meisten Simulatoren gibt's ja selten für PS. Leider. Der Charakter macht Menschen schöner. Ja, das sowieso. Aber wie gesagt, also ich will jetzt nicht, dass ihr irgendwie denkt, so das Aussehen so gar keine Rolle spielt. Also natürlich zählt Aussehen mit rein. Aber weil ich einfach nur damit aussagen wollte, man sollte jetzt nicht die ganze Partnerwahl komplett darauf beschränken, ob jetzt jemand große Brüste hat oder eben nicht oder so, wisst ihr? Das finde ich einfach, das wollte ich damit sagen. Okay, wir brauchen... Hey Chat, ich kenne diese Produkte nicht. Wir brauchen Musaka und was ist da unten? Kann man sich eigentlich ducken? Nee, ne? Chat, was ist das da unten? Was ist das? Jakobsmuscheln. Okay, wir brauchen Muscheln, Musaka. Muscheln, Musaka. Junge, das sind voll die weirden Sachen. Was hatten wir hier? War hier der Lachs oder so? Ich bin mir nicht sicher. Warte, müssen wir ja ganz kurz gucken. Ich glaube, das müsste einer der neuen Produkte gewesen sein, ne? Also die haben auf jeden Fall rumgeheult, dass der Lachs fehlt, ne? Hier, Lachs. Was könnte der Lachs gewesen sein? Das war bestimmt der Lachs. Magst du Muscheln? Nee. Mag ich nicht. Mögt ihr Muscheln? Ich habe nur eine Red Flag und das ist ein Dialekt. Ja, kann ich auch verstehen. Also ich habe auch Probleme mit Dialekten. Also jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt eine Person dadurch nicht mag oder so, aber ich finde Dialekte teilweise sehr anstrengend für mich selber. Okay, Thunfisch. Thunfisch, Bleiche können wir auch noch holen. Noch nie gesehen, noch nie gegessen, aber ich will es auch nicht.
Ja, alleine die Konsistenz ist sehr komisch, ne? Strange, einen wunderschönen guten Abend, alles klar bei dir. Vor allem, man kann sich ja auch nicht aussuchen, aber das verstehen viele einfach nicht. Ich finde die Menschen immer amüsant und lach daneben nur vor mich hin, wenn die so auf die Suche gehen. Ich meine, klar, sollen sie machen, aber so kommt man definitiv nicht voran. Also du meinst jetzt praktisch, wenn man generell so nach der Partnerin oder so sucht, meinst du sowas, dass das eigentlich so nicht der richtige Weg ist? Pommes, Hähnchen, Pizza. Scheiße, ist teurer geworden. Und wir sind schon wieder. Ey Junge, diese 10er Bestellung, ne? Ich will mehr bestellen können. Was soll das? Ich muss immer anstrengen, ohne Dialekt zu sprechen in der Schule. Unsere Lehrer verstehen mich teilweise nicht. Ja, das kann man auch verstehen, ne? Also als Mensch, der jetzt kein Dialekt spricht oder so, ist es halt, ja, sehr komisch. Ne? Also, und auch sehr schwer, Dinge dann zu verstehen, je nachdem. Also es gibt ja wirklich sehr krasse Dialekte, also da verstehst du ja gar nichts mehr. Ich finde, der Charakter sollte an allererster Stelle stehen und danach das Aussehen. Klar, heutzutage ist es eher andersrum. Also ich glaube, und ich meine, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, ja, auch wenn der Charakter eigentlich theoretisch immer an erster Stelle steht, weil ich meine, ne, klar, wenn du jemanden total sexy findest oder hot oder wie auch immer und, ne, du hast dann eben einfach, ne, wenn du jetzt immer bist, so, der eher so auf Sex ausgeht und so, ja klar, ne, dann hast du vielleicht eine gute oder eine schöne Nacht oder so zusammen und, oder mehrere, wie auch immer, und dann war es das halt eben, so. Aber die Sache ist ja, und das ist ja eben das, weshalb der Charakter eben das Allerwichtigste ist, Junge, wenn diese Person dann die Fresse aufmacht, ne, da kann die noch so schön aussehen, ja, die kann ein Model sein des Todes, oder er kann Model sein des Todes, wenn die Person die Fresse aufmacht, ja, man sich aber über nichts unterhalten kann, man gar keine gleichen Interessen hat, einfach nicht gut miteinander auskommt, da kann der Typ noch so gut aussehen, oder sie. Das bringt dir nichts. Ne? Deswegen, ja, im Endeffekt, der Charakter ist immer am allerwichtigsten, safe. Man darf aber natürlich auch, also man sollte da jetzt auch nicht irgendwie lügen oder so oder einen auf Moralapostel machen. Das Aussehen ist trotzdem eben einfach sehr wichtig. Ne? Und ich glaube, da sind wir uns alle sehr einig. Aber das Interessante ist, was das angeht, und das ist auch was Schönes, wir alle sind sehr unterschiedlich, was wir als anziehend finden. Und deswegen gibt es da auch eigentlich gar kein Problem, weil es gibt immer jemanden, der irgendetwas anziehend findet. Egal, ob du jetzt kleine Brüste hast, große Brüste hast, kleineren Pipi-Mann, größeren Pipi-Mann, ist doch scheißegal. Es wird immer jemanden geben, der das auf irgendeine Art und Weise anziehend findet. Und das kann man sich immer sagen. Deswegen juckt eh nicht. Naja, zumindest gepflegt sollte man sein. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Sache. Aber auch da muss man sagen, es gibt wahrscheinlich viele Menschen, die würde das nicht interessieren. Ne? Und deswegen sage ich ja, irgendjemand wird immer attraktiv empfunden. So ist es halt. So, wir brauchen Steaks und Koteletts, glaube ich, sind das, ne? Steak und, war das Kotelett? Das war Kotelett. Yeah. Dauerbroke, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Was ich am meisten doof finde, dass wenn sie nur auf Geld achtet. Ja, also wenn Menschen wirklich auf Geld achten. Also ich habe lustigerweise nie ein Mädchen kennengelernt oder so, die da so total drauf aus war oder so. Also nie. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, so dass ich halt einfach auch nicht der Typ bin für solche Mädchen. Ja. Das ist halt schon hard low. Ne? Also wenn du wirklich nur auf Geld aus... Das ist halt schon wirklich... Das ist schon mega low. Und ich meine, ey, Chat, Inflation, wer zur Hölle hat schon Geld? Scheiß drauf. Wir brauchen noch Joghurt. Wie viel Joghurt haben wir denn hier noch? Ja, stimmt, wir können auch noch Joghurt nachbestellen. Das passiert selten. Ich schreibe ihn immer mit Y, den Joghurt. Immer. Warum auch immer. Eifersucht ist schlimmer. Warte mal, du meinst jetzt, du findest Eifersucht schlimmer als jetzt jemanden, der nur auf dein Geld abfährt? Ich weiß nicht, ob man das überhaupt miteinander vergleichen könnte. Beides. Weil das sind ja ganz andere Bereiche des Lebens. Eifersucht ist sehr schlimm. Ja. Auch wenn man das jetzt nicht vielleicht mit Geld vergleichen kann, weil das ja auch ganz andere Hintergründe hat. Aber Eifersucht ist für die Person, die es selber betrifft, sehr schlimm. Und natürlich auch für den Partner oder die Partnerin, die darunter leidet. Das ist schon eine sehr krasse Sache. Okay, Tabs haben wir. Hier hatten wir noch gar nichts. Kartoffeln können wir vielleicht nochmal mit Kartoffeln... Kartoffeln, Pizza, Hähnchen, Pommes.
Pizza, Hähnchen. Hatte ich nicht eben Hähnchen oder hat es einfach nicht mehr... War wahrscheinlich einfach nicht gekauft, weil ich schon wieder voll war. Mut oder Mod, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, alles klar bei dir? Ein bisschen Eifersucht ist ganz sweet. Also, ich sag dir ganz ehrlich, also ich weiß, was du meinst. Und es ist schon okay, wenn man, sage ich jetzt mal, da... Ja, ich weiß aber nicht. Also Eifersucht ist schon eigentlich nie cool, in meinen Augen. Also wisst ihr, was ich... Also ich finde, Eifersucht ist eigentlich nie cool, weil Eifersucht ist immer etwas, was kaputt macht. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. So, du meinst einfach so, dass der Partner halt eben einfach so Zuneigung gibt, deswegen. Meinst du sowas? Aber eigentlich ist an sich ja Eifersucht wirklich ja gar nichts cool, ne? Also es ist schon... Keine Ahnung, Mann. Ist ja schon was sehr Anstrengendes. Für die Person selber, für den Partner. Man macht damit sehr vieles kaputt, leider. Und, ich zum Beispiel, ich habe euch die Geschichte ja auch schon ein paar Mal erzählt gehabt. Ich war, wo ich jünger war, war ich echt ein schon eifersüchtigerer Mensch, würde ich sagen. Und dann habe ich eine Fernbeziehung damals gehabt, meine erste. Und, ja. Es ging nicht anders. Also, die Sache ist, wenn du eine Beziehung hast, also gerade eine Fernbeziehung, und du bist eifersüchtig, dann musst du das ablegen. Du musst. Weil es keinen anderen Weg gibt eigentlich. Weil die Beziehung, die geht kaputt sonst. Es ist unmöglich, eine Fernbeziehung zu führen, wenn du extrem eifersüchtig bist. Und irgendwie habe ich es geschafft, über die Jahre das so fallen zu lassen und daraus zu lernen, weil ich nicht das Recht habe, überhaupt irgendjemanden zu kontrollieren. Und sind wir ganz ehrlich halt, ne? Man sagt das so einfach, aber im Endeffekt... Eine Person, die dir fremdgehen möchte oder so, die wird dir fremdgehen. Da kannst du noch so eifersüchtig sein, da kannst du noch so viel hinterher spionieren und dich scheiße fühlen und wie auch immer, die wird so oder so fremdgehen halt, ne? Und das ist hart, definitiv. Auf irgendeine Art und Weise ist es halt auch kein großer Verlust, wenn so eine Person dann eben geht, ne? Und deswegen bin ich halt jemand so, ich schenke gerne Menschen Vertrauen, denn wenn dieses Vertrauen missbraucht wird, dann weiß ich, dass diese Person mich sowieso kreuzweise kann. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, Mann, irgendwie hat mir dieser Gedanke und dadurch, dass ich dann eben gezwungen war, weil ich eben diese Fernbeziehung hatte, bin ich dadurch echt viel, viel, viel entspannter geworden, als ich es damals war, wo ich jünger war. Also mittlerweile bin ich da wirklich tiefenentspannt. Also mir ist da eigentlich fast alles scheißegal. Und ich bin der Meinung, wenn ich eine Partnerin habe so und die mich liebt, dann ist sie auf meiner Seite und das ist vollkommen okay so. Und wenn da irgendwas passieren sollte oder so, dann ist es so. Dann kann ich nichts daran ändern, dann würde sie es so oder so machen. Und ja, dann holt man sich halt eben oder sucht man sich eben einfach jemand anderen, der so nicht ist. Okay, Chat, das hätten wir. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, es sieht gut aus, oder? Hast du auch einen Artikel, der wie ein Stein im Regal liegt und nicht läuft? Ja, tatsächlich ist das meistens Butter bei mir. Butter ist eine Katastrophe, tatsächlich. Ja. Mich triggern die ganzen Kartons vor dem Supermarkt. Können wir die nicht wegräumen und wenn wir die Burg bauen wollen, neue Kartons sammeln? Echt jetzt, ist das so schlimm für dich? Ich muss sagen, irgendwie habe ich mich daran gewöhnt. Ich finde sogar irgendwie, es passt zu unserem Supermarkt. Du wolltest... Ah, stimmt, wir wollten noch die Preise durchgehen. Oh, true. Hast du den Lachs bestellt? Ja, Lachs ist das hier, ne? Glaube ich, das, oder? War das der Lachs? Ich glaube schon. Ich esse gerade Kuchen. Sehr geil. Okay, Chat, dann lass mal ganz kurz die Preise ein bisschen durchgehen. Also, wir machen alles einfach mal ein bisschen billiger. Dann hören die hoffentlich auf rumzuheulen wegen den Preisen. Gehen wir einfach mal überall so ein paar Cent runter. Warte mal, hier bleiben wir mal 30. Ich wollte mal ganz kurz eure Nachrichten dazu lesen. Fernbeziehung könnte ich nicht führen. Ich brauche meinen Partner um mich rum. Ich kann nicht alleine sein. Das sag mal, wenn du dich verliebt hast, ne? Also die meisten Menschen, die machen es dann eben einfach doch, weil... Ja. Keine Ahnung, Mann. Wenn du verliebt bist, dann macht man komische Dinge, weißt du? Auch wenn es verletzt. Das geht man dann halt eben einfach ein, ne? Weil man liebt sich halt. Und man findet sich toll.
Ich finde die Kartons sehr ästhetisch, sehr gut. Immer Preise sinken oder senken, weil man rumheult. Ja. Müssen wir leider machen, ne? Sonst sind die hier die ganze Zeit am Rumjammern im Supermarkt. Ich hatte eine Fernbeziehung, weil ich bei der Bundeswehr war. Es hat uns mehr verbunden. Das kann es definitiv, ne? Also wenn man, und da hatten wir auch schon drüber gesprochen, das ist immer so ein ganz schwerer Punkt in einer Fernbeziehung. Wenn man einen Plan hat oder sich vorstellen kann, zusammen einen Plan zu haben in Zukunft. Und das ist so einer der Punkte, glaube ich, weshalb viele Fernbeziehungen früher oder später kaputt gehen. Irgendwann fragt man sich die Frage, würde man zusammenziehen? Würde man für den anderen in ein anderes Land gehen und seine Familie oder so zurücklassen? Und ich glaube, das ist eine Frage, die, ja, wenn man sich die früher oder später stellt in einer Fernbeziehung, die sehr viele Beziehungen kaputt macht, weil die sehr krass ist. Und ich glaube, für viele ist das eben einfach so, dass sie keine Zukunft mehr darin sehen, was schon Sinn macht. Ne? Ich meine, wenn der Partner oder die Partnerin halt sagt, nee, du, ich kann hier nicht wegziehen, ich habe hier meine Familie, ja, und ich habe hier meine Arbeit, ich kann hier nicht weg, und beide das dann eben so sehen, dann hat man in dem Sinne keine richtige Zukunft halt. Außer man ist damit absolut glücklich, dass man sich halt eben nur alle paar Monate sehen kann oder so, je nachdem, wie weit man voneinander entfernt lebt. Und ich glaube, das ist halt echt so ein ganz schlimmer Punkt, den man sich halt irgendwie dann so bewusst machen muss. Hat man überhaupt eine Beziehung, also hat man eine Zukunft zusammen? Oder haben wir die eigentlich gar nicht, weil jeder in seinem eigenen Kosmos unterwegs ist? Und das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Ja, das ist diese Relation, ihr wisst, was ich meine. die ist sehr hart. Und die hat mich auch damals sehr getroffen, weil ich mir eigentlich immer sicher war für mich selber, die können wir eigentlich einfach lassen, weil ich mir selber sicher war, dass, ja, keine Ahnung, dass das eigentlich in dem Sinne keine wirkliche Zukunft hat, weil man einfach zu sehr an seinen Ort gebunden ist, wegen seinen Familien und so. Ist abgefuckt. Aber leider muss man sich diese Frage wohl früher oder später stellen. Ein Freund von mir wird ausgenutzt von seiner Freundin und der bemerkt es nicht und sie nutzt ihn immer wieder aus. Ja, ich meine, bei sowas halt, dann kannst du natürlich jetzt nur als Kumpel daneben stehen und sagen so, ey Bro, siehst du nicht, was sie da mit dir macht? Im Endeffekt sagt man ja nicht ohne Grund blind vor Liebe und deswegen kann es sehr gut sein, dass er erstmal selber auf die Fresse fliegen muss. Bis er merkt, dass die Alte ihn kaputt macht. ja, auch wenn das sehr hart klingt, aber bei sehr vielen Dingen, da machst du gar nichts als Kumpel. Menschen müssen ihre eigenen Entscheidungen treffen und ihre eigenen Fehler eben im Leben begehen und dann wird ihnen erst klar, oh, da ist was falsch gelaufen. Was okay ist, wir sind wahrscheinlich alle so. Wir müssen alle selber Fehler machen. Und dann merken wir erst, was da eigentlich gerade schiefgelaufen ist. Ich würde diesen Menschen ja dauerhaft vermissen, das könnte ich gar nicht. Ich würde eingehen wie eine nicht gegossene Blume. Aber guck mal, Nia, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Du bist ja schon verliebt. Und da kommt jetzt der Punkt eben, wo man sich dann sagt, weil du sagst das ja auch gerade selber, ich würde diesen Menschen ja dauerhaft, das könnte ich ja gar nicht, wenn du diesen Menschen dauerhaft vermissen würdest. So, jetzt musst du dich aber entscheiden, diesen Menschen nie wieder zu sehen oder gar nicht mehr zu sehen, weil es halt eben nicht funktioniert. Oder aber man geht es ein und man sieht sich halt eben alle paar Wochen oder Monate. Und das ist ja eben das Ding an der Liebe. Du gehst es oftmals ein, weil es gar keinen anderen Weg gibt. Weil man diesen Menschen ja einfach nicht loslassen möchte oder weggehen lassen möchte, weil man sich eben einfach liebt. Und so kommen halt eben dann Fernbeziehungen zustande. Ne? Natürlich wäre es am allereinfachsten für viele einfach zu sagen, so yo, nee, das klappt halt eben einfach nicht. Aber das macht man meistens eben einfach nicht. Ich meine, sag mal zu einem Menschen, den du über alles liebst, ja, nee, das klappt hier nicht, ich vermisse dich zu sehr. Ja, dann sehen wir uns einfach gar nicht mehr. Ne, das ist alles irgendwie nicht so einfach. Das ist sehr schwer zu managen, das alles. Oh, $700 könnten wir eigentlich auch nehmen. Dieser Moment, wenn du auf der Couch sitzt und der Timer von Alexa klingelt und du einen Herzinfarkt bekommst. Blaze, was hast du denn gemacht? Also was zu essen jetzt oder warum geht der Timer an? So, die habe ich die alle gemacht gehabt? Die sehen gut aus, ne? Ja. Okay, Schokolade. Ja, die Preise sind schon ein bisschen zu hoch. Ich würde sagen, wir gehen einfach ein bisschen runter. Dann machen wir zwar weniger Geld, aber ist schon okay. Hm.
16. Also normalerweise konnte man Klopapier wirklich sehr gut verkaufen, ne? Auf der anderen Seite könnte es natürlich noch krasser weggehen, wenn wir es billiger machen. Ich sag schon mal gute Nacht, ich muss um 5.30 Uhr aufstehen. Lydia, ich wünsche dir einen guten Tag morgen, dass du gut rauskommst. Lisa, Dankeschön übrigens auch noch an dich für dein Follow, Dankeschön. Ist es deiner Meinung nach seltsam, wenn man Mitte 20 noch nie eine Beziehung hatte? Nein, 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 nein. Warum sollte das seltsam sein? Also ich kann verstehen natürlich, dass das Druck ist, den man von außen bekommt, sage ich jetzt mal. Aber ich kenne einige Menschen, die mit, ja, wie gesagt, ne, ich sag jetzt mal so 30, 25 oder so keine Beziehung hatte oder hatten, weil, ja, ich, keine Ahnung, ich kriege ja viel mit, ne, gerade als Streamer so bei anderen Menschen und ich habe das schon sehr oft gehört. Und in meinen Augen ist es gar nicht komisch oder verwerflich. Also gerade ja in Zeiten wie diesen jetzt, wo Menschen halt eben auch sehr sprunghaft sind, was jetzt natürlich auch irgendwie was Gutes sein kann, aber natürlich auch was Negatives. Das ist vollkommen okay. Also, dass sich das auch irgendwie, dass sich das auf sich warten lässt, das Ganze. Und ich finde es sowieso immer am allerbesten, wenn man sich eben für die besondere Person aufspart. Ja, das ist ja nicht schlimm, wenn man noch nie sein erstes Mal hatte oder so. Ich kann verstehen, wie gesagt, dass das halt so ein großer Druck ist von außen, aber ich meine, im Endeffekt ist es, glaube ich, tausendmal besser, auf die richtige Person zu warten, als jetzt da irgendwie überstürzt mit irgendeinem Typen rumzumachen oder mit irgendeinem Mädel. Nur weil man halt eben einfach mal Sex haben wollte. Aber so denke ich jetzt, ne? Also das muss jeder, das ist ja, ne? Also egal, was ihr da denkt, das ist schon richtig so, weil ich meine, das ist ja euer Leben. Und das dürft ihr natürlich entscheiden, was ihr da so macht. Mein bereut ist dann nur, ja, so stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Safe. So, Chat, jetzt haben wir aber wirklich also so gute Preise. Also wenn sich jetzt nochmal jemand beschwert, da bitte wirklich sofort Einhalt gegen gebieten und sofort mal den Knüppel raus. Ich finde Fernbeziehungen nicht schlimm, man lernt den anderen blind zu vertrauen und man schätzt die kleinen Dinge in der Beziehung viel mehr. So war es jedenfalls bei mir. Ich brauche auch viel Freiraum und der... Und das hat auch deswegen gut funktioniert. Haben wir uns getroffen, war es die schönste Zeit überhaupt. Ich finde ich fast besser als eine normale Beziehung. Corey, das ist sehr krass, das habe ich sehr selten gehört. Also ich bin auch jemand, ich brauche sehr viel Freiraum, aber das Problem ist, also bei mir und eben bei vielen anderen, so die eine Fernbeziehung haben, du lebst in zwei verschiedenen Welten. Und das ist krass, dass du das anscheinend gar nicht tust, weil so war es auf jeden Fall bei mir immer und wie gesagt auch bei anderen. Du lebst einfach in zwei verschiedenen Welten. Du lebst in der einen Welt, da ist dein normaler Alltag, sage ich jetzt mal, und deine Partnerin oder dein Partner hat natürlich auch diesen normalen Alltag und diese Welt. Und dann trifft man zusammen und alles ist anders. Man ist zusammen, man ist glücklich, man hat einander und dann kommt der Tag aber auch wieder, eben nach ein paar Tagen, je nachdem wie lange man sich dann sieht, eine Woche oder so, keine Ahnung. Dann kommt aber auch wieder der Tag, wo man die Person dann zum Flughafen bringt oder zum Bahnhof und dann stehst du da halt eben alleine und diese Welt, die du dann diese Woche hattest, die bricht halt eben einfach wieder zusammen. Und dann kommst du wieder in die andere Welt, in diesen ganz normalen Alltag. Und ich weiß nicht, also für mich war das immer irgendwie eine krasse Sache. Ich konnte sehr schwer differenzieren zwischen diesen zwei Welten. Und für mich war es jedes Mal wieder was ganz Schlimmes, meine Partnerin eben damals gehen zu lassen. Und das hat mich immer verletzt damals. Also ich musste, wir waren, ich glaube, 3 Jahre ungefähr zusammen und ich musste jedes Mal heulen, wenn ich sie am Bahnhof weggebracht habe. Eigentlich jedes Mal. Ja, obwohl ich jemand bin, der sehr gerne alleine ist und sehr viel Freiraum braucht und ja. Aber es ist halt eben, wenn du einen sehr geliebten Menschen gehen lässt, ich weiß nicht, man, mich verletzt das. Egal was für ein Abschied, man, mich verletzen einfach jeder Abschied. Und ich meine, gerade wenn du weißt halt so, dass du, ne, deine Partnerin oder eben deinen Lebensgefährten oder wie auch immer, dass der jetzt einfach erstmal wieder Monate nicht da ist und wieder in seine eigene Welt zurück muss, das hat mich immer sehr gebrochen. Ja, das war für mich etwas sehr, sehr Anstrengendes. Aber wie gesagt, man ist halt eingegangen, ne, weil man sich halt liebt. Und man sich eigentlich ja nicht, man wollte nicht komplett ohne einander. Und das ist irgendwie so dieser Teufelskreis, ne, weshalb man das irgendwie trotzdem macht. Diese Abschiede sind übel schmerzhaft, da bin ich persönlich viel zu sensibel. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ne, im Endeffekt, man hat es irgendwie eingegangen halt, ne, weil man wollte ja wenigstens sich überhaupt sehen, und dann gar nicht mehr. Eine Freundin hatte eine Fernbeziehung über 7 Jahre und letztes Jahr sind die zusammengezogen und dieses Jahr heiraten sie. Das ist natürlich krass. Sehr cool. Irgendwie gehört es doch auch dazu, dass man einen simplen Alltag miteinander erlebt.
Ja, ne, das, also das fällt ja alles weg in Fernbeziehungen. Also ich kann es vollkommen verstehen, wenn Leute sagen, so Fernbeziehungen haben auch was Gutes, ne? Weil wie gesagt, also auch gerade ich, ne, der wie sehr, sehr gerne sehr viel alleine ist. Aber ich würde mir, also ich hätte mir damals wirklich gewünscht, so, dass wir uns einfach mal wie normale Menschen für eine Stunde oder zwei Stunden treffen könnten. Und das war halt so ein anderes Extrem bei mir halt, weil, also wenn sie dann mal da war, dann war sie halt sofort eine Woche oder zwei Wochen da, weil es halt nicht anders Sinn macht, weil wir so weit auseinanderleben so. Und sie musste also dann für ein oder zwei Wochen da sein und das war halt so von 0 auf 100 das absolute Extrem und man ist die ganze Zeit zusammen und so. Und das war halt einfach, für mich war das alles nicht so einfach, ja. Hast du eigentlich eine Grenze, also wie weit dürfte sie wegwohnen? Boah, ich sag dir ganz ehrlich, ne, also so richtige Fernbeziehungen, ne, also über Länder hinaus, boah, das ist wirklich, das ist sehr hart. Ja, und ich, also ich habe da jetzt, glaube ich, keine Grenze, ne, weil wie gesagt, du kannst ja Liebe keine Grenze setzen, aber ja, ich würde es schon vermeiden. Also ich für mich selber, ich würde es auf jeden Fall vermeiden, das, weil es tut halt einfach sehr weh. Ja, es tut einfach sehr weh. Philipp, Mann, danke schon auch an dich für dein Follow. Danke dir. Beim Bund 18 Monate Beziehung ohne Probleme, dann zu Hause und dann war aus und vorbei. Aber vielleicht war das ja auch einer der Gründe. Ne? Also, weiß ich jetzt nicht. Also, wäre jetzt eine Vermutung einfach. Vielleicht hat sich ja vieles geändert in dieser Zeit, wo ihr euch einfach nicht mehr gesehen habt und dann hat es nicht mehr funktioniert und dann habt ihr euch getrennt. Wer weiß, ne? Also, das wisst ihr jetzt nur, das weiß ja nur du und deine Partnerin, aber ja. Ich habe meine Frau 3 Monate nicht gesehen, weil ich in Afghanistan war. Das ist auch krass. Das ist auch krass. Doch, wir haben uns ja da alle 2 Wochen gesehen. Achso, ja, aber auch das, ne? Also ich meine, wenn du wirklich eine Beziehung hast, wo es ganz normal ist, dass man sich jeden Tag sieht, vielleicht sogar zusammenlebt oder so, und dann ist der Partner oder die Partnerin plötzlich 2 Wochen jedes Mal weg und man sieht sich nur kurz am Wochenende oder so. Also auch das zum Beispiel bringt ja eine andere Dynamik in eine Beziehung halt, ne? Ich weiß es ja nicht, ich bin ja kein Paarberater oder so, aber man weiß es nicht. Also vielleicht hat sich ja doch irgendwie etwas verändert zwischen euch, weshalb es dann irgendwie nicht mehr geklappt hat oder so, ne? Also das kann schon sehr viel ausmachen, gerade in einer normalen Beziehung, wenn man dann plötzlich irgendwie sich monatelang oder wochenlang nicht sieht. Obwohl man vorher irgendwie anderes gewohnt war. Mir würden meine Angststörungen im Weg stehen, habe starke Probleme, Menschen zu vertrauen. Da würde ich, glaube ich, eine Macke bekommen, wenn ich nicht wüsste, was der andere so treibt. Und das ist es, das musst du lernen. Auf die radikalste Art und Weise, die es gibt, dann. Du musst damit einfach klarkommen, wenn du eine Fernbeziehung hast. Da kannst du noch so eifersüchtig sein, entweder du gehst daran kaputt oder du schaffst es, über dich selber hinauszuwachsen und du, ja, kommst damit klar. Ich glaube, im Mittelding wird schwer. Das ist halt wirklich der radikale Weg, sage ich jetzt mal. Akzeptanz und Annahme und so zu lernen, gerade bei Eifersucht und so ein Shit. Empfehlen tue ich das nicht. Ich kann das überhaupt nicht, wenn meine Freundin weit weg von mir wohnt. Oder meine Freundin weit weg von mir wohnt. Ich sehe sie ja bis jetzt auch nur einmal die Woche und selbst das tut richtig weh. Also zum Beispiel das auch, die Sache ist, ich bin es halt nie anders gewohnt gewesen tatsächlich. Also alle meine Freunde auch, die leben nicht hier. Ich habe die alle übers Zocken kennengelernt und so und ich glaube, also zum Beispiel Daniel oder so habe ich gefühlt einfach seit Jahren nicht mehr gesehen. Ne? Also das ist so, ich bin es halt mittlerweile einfach gewohnt, dass ganz viele Menschen von mir einfach ganz weit weg leben und man sich eben einfach nicht sehen kann. Ja, aber bei Beziehungen ist natürlich nochmal was ganz anderes, weil, keine Ahnung, also ein Kumpel ist natürlich jetzt was anderes als meine Partnerin oder so. Ich habe gestern gemerkt, dass man die Lizenzen nicht in Reihenfolge nehmen muss. Ja, das habe ich auch schon gesehen gehabt, aber, oder habe ich vermutet gehabt, aber ich wollte es nie machen. Ich wollte es eher so systematisch nacheinander. Ich finde, Eifersucht gehört mit dazu auf einer gesunden Art und Weise, aber viele Wesen finden sowas schlimm. Aber das geht mir sowas von am Arsch vorbei. Sollen sie dankbar sein, dass ich denen zeige, dass sie mir was bedeuten und Angst habe, diese zu verlieren? Eifersucht und Verlustängste, das sind schon irgendwie noch andere Sachen, ne? Also, ich glaube, jeder von uns hat Angst, seinen Partner oder seine Partnerin zu verlieren. Aber wie gesagt, also eifersüchtig zu sein, ist nichts Gutes in meinen Augen. Es ist nichts Gutes. Es tut nur weh. Beider Seiten. Ja.
Wenn man darüber redet und man selber damit klarkommt und auch die Partner oder der Partner damit klarkommt, dann ist das eure Sache. Aber ich finde, normalerweise ist Eifersucht ist nie gut. Ja. Alleine, weil da schon irgendwie ein Vertrauensproblem dann ist halt, ne? Und das ist keine Ahnung. Also, ich finde halt, Vertrauen ist in der Beziehung schon eigentlich das Wichtigste. Und das wäre ja dann irgendwie nicht ganz vorhanden halt, ne? Und jetzt spielen wir beide Videospiele, beziehungsweise ich nur noch 2 Wochen, weil ich dann wieder arbeiten muss. Dann hoffe ich, dass du die Zeit noch genießen kannst, Mann. Mach dir ein paar schöne Tage. Ich habe so starke Verlustängste, da kannst du dir nicht vorstellen. Meine Therapeuten nicht arbeiten da, aber sehr, sehr dran. Das ist sehr gut. Ja, aber, also wie gesagt, ne, ich glaube Verlustängste, klar, ne, kommt immer darauf an, wie stark jetzt, aber ich glaube, Verlustängste haben sehr viele Menschen sehr stark. Und vielleicht merken sie das auch selber gar nicht. Frage für in die Runde. Schreibt ihr Tagebuch? Für mich ist es so ein Ritual, während den Streams zu schreiben. Ich führe kein richtiges Tagebuch, aber ich führe halt so... Ja, es ist sowas in der Art, ne? Sowas, so ein Journey-Ding da. Ne, habe ich euch ja mal erzählt gehabt in dieser Apple-App da. Da kann man ja so ganz einfach seine Notizen jeden Tag reinballern. Und sowas schreibe ich halt, ne? Ist ja eigentlich so ein... Für mich ist es eher so ein Depressions-Panik-Tagebuch halt, ne? Wo ich einfach so für mich selber meinen Mut festhalte und meine Erfolge und so. Man könnte es auch Erfolgstagebuch nennen vielleicht. Aber so richtig Tagebuch jetzt nicht. Kein Tagebuch, aber ich schreibe Texte als Poesie. Ah, okay. Ich fange immer mal wieder an, aber sonst nicht so oft irgendwie. Okay. Ich benutze mittlerweile auch diese App, aber habe viele Jahre auch handgeschrieben. Ja, für mich war halt, also ich kann das voll verstehen, wenn die Leute lieber irgendwie so ein Tagebuch haben, wo man so richtig reinschreibt oder so. Ich muss halt echt sagen, so für mich war es halt so praktisch, eine App zu haben, wo man die ganze Zeit halt jeden Tag so seinen Eintrag reinmachen kann, weil man das Handy halt immer dabei hat, ne? Und gerade ja für mich als Mensch mit Panikattacken und so, ist es halt so praktisch, wenn du in der Situation sitzt und deine eigenen Gedanken aufschreiben kannst. Ne, und so muss ich nicht immer mein Buch dabei haben, sondern ich habe halt eben einfach mein iPhone dabei und ich kann halt immer reinschreiben, wenn ich das halt eben möchte. So. Und das hat man ja eben einfach immer dabei. Und das macht es halt für mich viel, viel einfacher, da dran zu bleiben, als halt immer ein Tagebuch mitzuschleppen, wenn ich irgendwie spazieren bin oder wenn ich da irgendwie da mache und hier mache. Ja. Boah, 2 Produkte nicht gefunden und 0 fanden die Produkte zu teuer. Sehr gut. Süßigkeiten sind, glaube ich, alle. Die hat keine gefunden oder ich habe falsch gelesen. Kann gut sein. Also 2 Produkte wurden nicht gelesen. Nexus, einen wunderschönen guten Abend. So mache ich das auch. Ich finde es auch am besten so eigentlich. Könnte nicht viel reinschreiben, außer Arbeit, Essen und Schlafen. Boah, ich glaube, das ist aber bei vielen von uns so, Blazer. Ja, also außer du, also wie gesagt, für mich ist es halt, also ich führe halt ein Tagebuch wegen halt eben meinem Kopf. Nicht jetzt, weil ich einfach meinen Tag festhalten möchte, sondern weil mir das halt eben hilft, meine Gedanken zu sortieren und mir selber klarzumachen, dass eben bessere Zeiten kommen, auch wenn ich depressiv bin oder so. Und das hilft mir halt, deswegen führe ich halt so ein Tagebuch. Aber ich notiere, also wenn ich da jetzt notieren würde, was ich jeden Tag mache, ja, dann würde da drin stehen, keine Ahnung, Mann, aufstehen, frühstücken, arbeiten oder so, Buchhaltung, spazieren und das war's. Also mehr wahrscheinlich würde da jetzt auch nicht wirklich drinstehen. Halt Alltag, ne, wie du das auch wahrscheinlich selber meinst. Fühle ich, mache ich auch oder ich mache Memos für mich. Ja, das ist ja praktisch bei dieser Apple-App da. Du kannst Memos, warte mal, die wurden gar nicht gekauft. Du kannst Memos sofort an den Tag anheften. Das fand ich irgendwie übertrieben geil. Dass man einfach so, du kannst schreiben, aber du kannst auch sofort einfach die Memo an den Tag anheften, sodass wenn du dann irgendwann nochmal, ich sag jetzt mal den Tag von gestern, nachlesen möchtest oder so, hast du sofort die Memo in diesem Tag angeheftet. Das finde ich übertrieben praktisch. Deswegen habe ich das auch schon oft benutzt für die Podcast-Folgen, ja. Ich habe seit Jahren extreme Verlustängste, da jeder, den ich früher mal sehr geliebt gemocht habe, auf einmal weg war. Entweder mein Vater hat mir den Kontakt verboten oder die Menschen sind gestorben. Jemanden zu vertrauen fällt mir aber... Fällt mir was, das Bleiben angeht, sehr schwer, aber ich arbeite dran. Ja, ist doch gut auf jeden Fall, dass du daran arbeitest. Das ist wichtig und richtig.
Im Endeffekt, Pinguinen, muss man natürlich sagen, das ist bei jedem von uns so. Ne? Also egal, ob es die Eltern sind, ne, die dann irgendwann verschwinden, sterben, wie auch immer. Gibt ja auch viele, so da hat man eben einfach keinen Kontakt mehr zu den Eltern oder so. Das ist leider einer der normalsten Dinge im Leben, ne? Dass man Menschen gehen lassen muss. Und das weißt du natürlich selber, ne? Das sagt man so einfach. Und das weißt du, das weiß ich, das weiß jeder von euch. Leider ist es eine ganz normale Sache, ne, im Leben eines Menschen, dass Menschen kommen und gehen. Aber ja, das muss man annehmen. Ne? Deswegen versuche ich halt irgendwie immer, also gerade ja auch zum Beispiel bei meiner letzten Trennung, Annahme ist der Schlüssel wirklich zu jedem Glück in meinen Augen. Das ist eines der schönsten Wörter, die man haben kann im Leben, wie ich finde. Einfach nur annehmen. Ist nicht so einfach. Aber wenn man es umgesetzt bekommt, ist es eine unfassbare Erleichterung. Juna, pass auf dich auf. Da gibt es eine App, ich habe seit 4 Jahren ein iPhone und ich habe die App noch nie gesehen. Die gibt es seit iOS 17.2, glaube ich, gibt es die App. Die heißt Journal oder so. Und die hast du auch automatisch auf dem Handy, wo du das Update gemacht hast. Vielleicht ist dein iPhone zu alt, das weiß ich nicht. Du hast einen Podcast, ja, der heißt Mulm auf Spotify, wenn du den hören möchtest. Oder du kannst auch einfach Ausrufezeichen Podcast eingeben und da findest du auch den Link. CJ, einen wunderschönen guten Abend, mein Bester. Alles klar bei dir? So, Chat, wenn ich jetzt hier gerade mal ganz kurz sporadisch aufgefüllt habe, muss ich mal ganz kurz pinkeln gehen. Mir kommt es aus den Ohren raus. So, Chat, ganz kurze Pause. Pass auf den Supermarkt auf, dass nichts geklaut wird. Ich bin sofort wieder da. Wir machen eine kurze Pinkelpause, Chat. Guten Tag, da sind wir wieder zurück. Ganz kurze Mini-Pinkelpause gemacht. Ich wollte jetzt mal ganz kurz, weil ich hier auch gerade gefragt wurde, wegen Tür freischalten, ich wollte mal ganz kurz mit euch darüber quatschen. Was machen wir jetzt, Chat? Also wir haben jetzt 6.400. Wir haben jetzt, glaube ich, also wir müssen natürlich jetzt ein paar Produkte wieder nachkaufen, so wie wir das immer machen. Ich glaube aber, das sollte jetzt nicht hoffentlich allzu teuer werden, weil wir hier noch ein paar Sachen haben zum Auffüllen. Holen wir uns das Lager? Oder was machen wir? Pflanzen kaufen? Ja, das wird schwer. Ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen. Also ich meine, wir haben jetzt noch viele Regale frei. Ne? Ja, wobei, nee, gar nicht. Also wir haben einen Mini-Kühlschrank, wir haben hier unten noch Platz. Das wollte ich eigentlich beides so lassen. Ja doch, wir haben schon noch sehr viel Platz eigentlich, ne? Okay, Schokolade und Süßigkeiten sind auch übelst vergriffen gerade. Schokolade und Süßigkeiten. Ich glaube, die Türe wäre langsam echt sinnvoll wegen der Menge der Produkten. Ja, also es wird halt jetzt immer mehr werden halt, ne? Kitty, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, sehr gemütlich, sehr gut. Und CJ, da wollte ich tatsächlich mal reingucken mit euch bald. Lager, Lizenz, warte mal, wie teuer ist die nächste Lizenz? Lass mal ganz kurz gucken. Also die nächste Lizenz kriegen wir, ach, okay, da hat sich erübrigt. Nächste Lizenz kriegen wir erst ab Level 30. Wir sind Level 27, also da müssen wir noch etwas warten. Okay, und wir müssen, ach du heiliger Bimbam, oh mein Gott, $300 Rechnung bezahlen oder so, scheiß die Wand an. Rechnung wirklich bodenlos. Also, wir könnten jetzt eigentlich nur den Supermarkt ausbauen, das wäre für 4.400, macht aber eigentlich nicht wirklich Sinn, denn wir haben ja noch keine neuen Produkte. Das wäre eigentlich nicht wirklich sinnvoll. Lilly, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Schön von dir zu lesen. Die Tür geht aber erst bei der zweiten Erweiterung auf. Ja, warte mal, wie viele Erweiterungen haben wir jetzt? Ja, sollen wir die holen? Warte mal, Abschnitt 2. Okay, ich kaufe jetzt mal das Lager. Okay, also beim dritten Abschnitt. geht die Tür erst beim dritten Abschnitt. Ich dachte beim zweiten. Ist es doch der dritte? Der dritte Abschnitt. Ja, besser haben als brauchen. Dann macht die Regale voll. Ja, wir könnten einfach nur die gleichen Produkte halt mehrmals einlagern, theoretisch halt, ne? Aber ich habe morgen meine erste Fahrstunde, wird bestimmt wild. Kitty, Mann, ich hoffe, dass du morgen eine gute Fahrstunde hast, Mann. Sehr cool. Die Tür war so ein Life-Changer für mich. Also $1.200, Chat.
Wow. Edel. Ich habe sowas nur in meinen kühnsten Träumen gesehen. Bei der zweiten Erweiterung wird der Lagerraum nur größer. Bei der dritten Erweiterung geht die Tür auf. Edel. Wir haben einfach eine Tür. Boah. Holy shit. Okay, das ist krass. Ja, jetzt könnte man halt theoretisch ja anfangen. Also wir bräuchten halt diese Regale, glaube ich, ne? Wobei die jetzt, glaube ich, nicht so wichtig sind, weil man kann ja die Sachen auch einfach auf den Boden stellen. Ja, vielleicht fangen wir an, das Lager jetzt ein bisschen zu benutzen. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich mich daran gewöhnen kann. So, also ich meine, was wirklich Sinn macht, ist halt so die Produkte auf Vorrat zu kaufen, die billiger sind, ne? Aber ich weiß noch nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann, die ganze Zeit dahin zu laufen und dann die Produkte zu holen und dann wieder dahin zu laufen. Ich weiß nicht, Chat, ob ich mich daran gewöhnen kann. Bin ich ehrlich. Okay, wir brauchen mehr Thunfisch. Ist das? Nee, das ist kein Thunfisch, das ist Sushi, ne? Wir brauchen das kleine Sushi. Und ich glaube, das war sogar ziemlich teuer, kann das sein? Sushi klein, ja. Mondkuh, auch noch mit den 20 Monaten, Dankeschön. Gab es ein Update vom Spiel bis jetzt? Nein. Das kommt die Tage irgendwann. Oder vielleicht heute Nacht, ich weiß nicht genau. Meisterfan, Dankeschön, bis auch noch an dich für den Follow, wie schnell die Zeit rumgeht. Glaube, ich komme nicht mehr aus der Abo-Falle raus, Lul. Mondkuh, danke dir für die 20 Monate. Viel Liebe. Dankeschön. Hoffe, du hast einen guten Tag. Ist der Weg wirklich kürzer? Ja, also du musst halt, normalerweise musst du ja hier so draußen und jetzt kannst du halt einfach von hier und dann bist du sofort im Laden. Also das macht schon Sinn, ne? Das ist schon cool. Aber das Problem ist halt, dass es in meinen Augen immer noch keinen besseren Weg gibt, als die Kartons halt vor die Regale zu stellen. Leider. Ja. Und weil ich halt so ein Penner bin, juckt mich das halt auch nicht, dass sie dann da stehen. Du machst gute Laune, Yoshi. Dankeschön. Hey, du bist süß. Danke dir. Das freut mich. Schön, dass du da bist. Nervig ist nur, dass der PC nicht ins Lager kann. Oh mein Gott, stimmt. Da hätte ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre ja voll die geile Sache. Prinz, einen wundervollen Abend wünsche ich dir. Warte mal. Kann man den nicht ins Lager stellen? Ich meine, okay, im Endeffekt würde es auch... Wäre es doof halt, ne? Weil du müsstest dann ja auch immer hin und her laufen irgendwie. Aber das, irgendwie wäre es auch cool gewesen, wenn man den ins Lager stellen könnte. Wir machen einen XXL-Kühlraum für den Türrahmen. für den Türraum meinst du, ja. Ich war 3 Minuten nicht da. Kaum ist man da, ist das Lager offen. Ja, wir haben uns was gegönnt heute. Tilo, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Alles klar bei dir. Und Lin, danke schön für dein Follow. Okay, Chat, dann lass mal kurz ein bisschen auffüllen, ne? Also, wir brauchen Käffchen. Vielleicht sogar mehr Käffchen. Käffchen, Milch. Die Milch brauchen wir gar nicht. Wir brauchen die Milch. Welche Milch ist das? 6er-Pack. Die brauchen wir nicht. Weg damit. Und sonst... man könnte den Tee... Wobei der jetzt nicht so wichtig ist, aber egal. Oh, der ist billiger. Ja, okay, dann holen wir uns mal. Man gönnt sich ja sonst nichts. Da kann man sich ja auch mal eine Tür gönnen. Finde ich auch. Das finde ich auch. Lilly, mit dem allerersten Tier 1-Sack. Dankeschön. Dankeschön. Lilly, ganz viel Liebe an dich, Mann. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in der Abo-Falle. Mein Chat kann dir jetzt erzählen, wie wundervoll die Abo-Falle ist. Chat, fang mal an. Wie wunderschön ist die Abo-Falle? Seid ehrlich. Lilly, dankeschön, Mann. Dankeschön, dankeschön. Das ist jetzt unser Aufenthaltsraum. Wir stellen da einfach ein Bett rein. Chat, wir stellen da einfach Betten rein, dann können wir da drin pennen. Mega schön. Lauf, Lilly. Oh, okay. Da vertraue ich euch hier neue Zuschauer an und dann lese ich hier wieder sowas. Also, Lilly, du hast ab jetzt keine Rechte mehr. Das ist ja bodenlos. Wir haben unsere Seele verkauft. Flieh, solange du noch kannst. Ich weiß gar nicht, was ihr da für ein Drama schiebt, Chat. Verstehe ich nicht. Warum macht ihr so ein Drama? Die Abo-Falle fühlt sich an wie die ersten Sonnenstrahlen nach einer langen Regenzeit. Sehr weise Worte. Also wir könnten ja jetzt die Milch auch ins Lager stellen, ne? Irgendwie ist da was in mir, was es nicht möchte. Ich glaube, ich würde das Lager eher für Dinge nutzen, die halt, die wir wirklich auf Vorrat richtig fett einkaufen. Dafür würde ich das Lager eigentlich benutzen. Deine Seele hast du eh nicht mehr. Da kannst du auch für immer bleiben. Gut, wenn man keine Seele hat, dann kann er sie nicht klauen. Wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest.
Du niedriger Mensch. Lilly, danke dir auch noch für den verschenkten Sub. Danke dir. Dankeschön, Dankeschön. Ja, bedeutet mir sehr viel, wirklich. Danke euch wieder heute für den ganzen Support in der Frühschicht heute. Danke, danke, Mann. Dicke Umarmung geht raus. Klopapier und vor allem die überaus gute laufende Butter für den Lagerraum. Ja, bitte, wir brauchen mehr Butter. Kann jemand die Buttervorräte auffüllen? Wir brauchen mehr Butter. Okay, die Milch. Ja, komm, holen wir noch einen Sechser von der Milch. Milch, Mehl. Ey, Chat, vielleicht. Vielleicht, nehmen wir das doch schon wieder die falsche. Vielleicht sollten wir uns echt ein anderes System ausdenken, Chat. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber. Also es werden, manche Produkte werden schon wirklich geisteskrank verkauft. Das Problem ist halt nur, dass wir dann unsere schöne Ordnung halt eben nicht mehr so richtig einhalten können halt, ne? Weil wir haben halt nicht so einen großen Supermarkt. Ich kann dir was von mir umlagern. Ja, bitte, das wäre sehr hilfreich. Also es würde schon Sinn machen, so ein paar Produkte halt wirklich ganz oft anzubieten. Aber irgendwie wäre das abgefuckt. Ich habe meine Seele schon für 6 Monate im Voraus an Josh verkauft. Weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Das wird eine tolle Zeit. Wie so ein Verrückter. Das wird eine tolle Zeit. Also ein Zucker. Ja, das ist, glaube ich, Zucker, ne? Zuckerkuchen. Was ist eigentlich mit dem Kuchen? Ja, den Kuchen, den gibt's noch. Macaroni. Könnte man noch holen. Den guten Reis. Supermarkt-Shaming. Ich bin schon jahrelang im Keller gefangen. Das ist schon okay so. Komm, es gibt Schlimmeres auf der Welt. Hatte ich nicht eben erst Soda gekauft? Okay, wir brauchen die türkische Cola. Die Türk-Cola. Turkan, glaube ich, heißt sie, ne? So, wir brauchen noch ein bisschen Turkan-Cola. Ich lebe bis jetzt 23 Monate schon hier. Ist eigentlich ganz nett. Ja, siehst du, das ist doch was Gutes. Lili, da, hast du aufbauende Worte. Ist eigentlich ist ganz nett. So schlimm ist es gar nicht. Ich bin wieder am Lurken und selbst am Zocken. Wie weit bist du mittlerweile? Welches Level? Chat, mal so als Frage an euch, für die Leute, die das Spiel selber gerade zocken. Was seid ihr für ein Level gerade? Das Angebot mit der Chance, seine Seele zurückzubekommen, ging nur über Weihnachten. Schade. Ja, das war über Weihnachten. Das war eine einmalige Sache. Zum Fest der Liebe. Ich bin Level 3 oder so. Oh mein Gott, Papa. Ja, da wird das Supermarkt-Imperium aber schleifen. Also, das ist gar nicht okay. Ich bin sehr, sehr enttäuscht. So, guck mal, die Cola zum Beispiel könnten wir jetzt einfach mal hier ins Lager reinpacken, weil da haben wir viel zu viele von. 21, 45, 26, 50, 50. 24, 26, 21, Level 30. Caro, einen wunderschönen guten Abend. Ist das geisteskrank. Aber meine Kriminellen, wie lange habt ihr die Folie draufgelassen? Gar nicht, ich hatte gar keine Folie. Ich hatte nie Folie bei meinen Tattoos, tatsächlich. Palworld packt mich momentan einfach nicht mehr. Oder einfach mehr. Aber Palworld hat ja bei mir echt so nach so 15 Stunden oder so, hatte ich keinen Bock mehr auf das Game. Aber geil, dass dir das so viel Spaß macht. Ihr Suchtis. Chat, wirklich voll am Reingrinden. Real, Dankeschön auch an dich, Mann, für dein Follow. Dankeschön, herzlich willkommen. Chat, was sagt denn das Zeiteisen? Wir haben 21.43 Uhr. Ui. Wir haben nicht mehr viel Zeit im Supermarkt. Unsere Schicht endet gleich. Lauchbär auch fett am Abkassieren. Wie geht's dir? Mir geht's soweit gut. Ich hoffe dir auch. Palworld ist pausiert. Ich muss mein Imperium aufbauen. Owen, du verstehst mich. Du verstehst mich. Also das Imperium hat mich ja jetzt sogar heute zu einer Frühschicht gebracht. Das schaffen selten Videospiele. Also, dass ich heute so früh gelivestreamt habe, dass das schaffen selten Spiele. Das Imperium steht an erster Stelle, Chat. Scheiß auf Freundin, scheiß auf Familie. Der Supermarkt, das ist der reale Shit. Ich habe heute übrigens meine zweite Jobzusage gekriegt, will die aber beide nicht. Okay, das ist natürlich problematisch.
Dafür hattest du ja gestern nicht. Ja, ja, das war ja die Sache. Also generell, ich wollte ja heute nur streamen halt, also weil ich sonst nicht geschafft hätte später. Deswegen, bevor ich jetzt gar nicht online gegangen wäre heute, habe ich halt einen frühen Stream gemacht. Eigentlich spiele ich immer Offline-Chat, aber ihr wisst das gar nicht. Ihr vergesst das immer. Eigentlich spiele ich immer alleine. Ist euch das noch gar nicht aufgefallen? Interessant. Eis, Krabbe, Hähnchen. Eis, Krabbe, heißt das Krabbe? Krabbensticks. Und Hähnchen. Du Blitzdings uns bestimmt immer. Ja, genau. Eigentlich nach jedem Stream Blitzdings sehe ich euch, damit ihr alles vergesst. Haben wir Pommes? Ja, Pommes haben wir anscheinend noch ein bisschen. Muss mal kurz. Ich weiß aber nicht, ob wir. Müssen wir die noch nachholen? Nee, das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Pizza sieht eigentlich auch noch ganz gut aus. Ja, Pizza ist gut. Hähnchen holen wir jetzt. Mozzarella könnten wir noch nachbestellen. Mozzarella und Mayo. Mozzarella, Mayo, Mayonnaise. Und Kartoffeln, glaube ich, hatte ich gerade noch gesehen. Wäre ganz cool. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay, Chat, haben wir soweit alles? Ich hab's gewusst, ich hatte schon immer so ein Gefühl. Wie bitte? Alleine? Wo gibt's denn sowas? Und das hältst du für in Ordnung? Ach so. Wie, Yoshi ist einer... Ja, ich bin einer von den Men in Black tatsächlich. Ja. Lisa, einen wunderschönen guten Abend. Wie sieht eigentlich die Person aus, mit der du spielst? Was? Meine Familie? Oder meinst du meinen Charakter jetzt? Ich bin eine fliegende Kamera. Ich existiere eigentlich gar nicht. Black, einen wunderschönen guten Abend. Jetzt ist es raus. Jetzt wird mir alles klar. Der Charakter, ja, ich bin eine fliegende Kamera. Ich hab gar keine Beine. Ich bin ein Niemand, bin ich, Chat. Ich bin ein Niemand. Ah, Shampoo, glaube ich. Hatte ich Shampoo reingepackt? Shampoo können wir noch eine Ladung von holen. Die Verschwörung. Wenn du alleine spielst, richtet sich der Schlägertrupp gegen dich. Das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Jayrella, Dankeschön auch noch an dich für dein Follow. Wie auch immer man den Namen ausspricht. Wie heißt eigentlich dein Mitbewohner auf der Nase? Lass mich in Ruhe. Ich komme gerade erst in die Pubertät, okay? Lass mich Pickel haben. Ein fliegender Kopf im Laden. Oh Mann. Er braucht schon Beine, wenn er einen Supermarkt haben kann. Das sind sehr weise Worte gewesen. Warte mal, schaffen wir noch einen Supermarkttag? Boah, könnten wir vielleicht schaffen, aber dann müssen wir das nächste Mal auffüllen. Counter-Strike, Zwerg. Ich bin gerade wieder in den Stream gekommen und das Erste, was ich höre... Warte mal, was? Ich bin gerade wieder in den Stream gekommen, das Erste, was ich höre, ist, ich bin eine fliegende Kamera. Ja, unser Charakter ist eine fliegende Kamera. Das meine ich. Musst du Steuern zahlen? Nein. Nur, also wer Steuern zahlt, der verliert. Also generell, der verliert. Aber ich könnte mal ganz kurz gucken, ob wir überhaupt generell Rechnungen bezahlen müssen. Nee, hat schon bezahlt, gut. Wer Rechnungen bezahlt, der verliert, Chat. Merkt euch das. Und generell, wer Steuern zahlt, Loser. Dinkel, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. So, guck mal, die Chicken können wir jetzt auch hinten einlagern. Steuern zahlen. Bäh, wir machen so eine Scheiße. Wie kommt man denn auf so einen Müll? Ja, ich verliere viel Gehalt, wenn ich Steuern zahle. Ja, hä, warum, ne? Imagine, oder einfach Krankenkasse zahlen. Wo kommen wir denn da hin? Was? 300 Euro Krankenkasse oder so? Wie, was? Was soll das denn? Stell dir vor, du müsstest bei einem Spiel 10% Steuern zahlen. Das wäre es ja noch. Josh macht den Insi-Modus. Ach, du Heiliger. Okay, so, dann hätten wir das alles, oder?
Ja, wir brauchen halt irgendwann eine neue Lizenz, aber dafür müssen wir jetzt erstmal ein bisschen grinden. Okay, Chat, einen Tag machen wir noch. Öffnet die Tore! Lasset die Menschenmassen rein! Krankenkasse ist voll teuer. Ja, übel teuer. Also es kommt natürlich auch an, wie viel du verdienst. Ich glaube, der Mindestbetrag sind so 230 Euro oder so, ne? Also, ich weiß nicht, wie das bei anderen Krankenkassen ist, aber ich glaube, bei uns sind das so 230 Euro oder so. Ich bin froh über meine Krankenkasse. Hab vorhin ein Medikament für 5.000 Euro abgeholt. Du hast ein Medikament für 5.000 Euro abgeholt? So, lasse die Spiele beginnen. Ein weiterer Tag im Kampf mit dem Einzelhandel. Ey, ihr bezahlt mich. Ich arbeite bei einer Krankenkasse. Nico, du Blutsauger. Ne, ich meine, ist ja wichtig, dass wir sowas haben halt. Ne? Aber ist schon krass. Also, da geht schon echt viel Kohle drauf für die Krankenkasse und so im Monat. Ist natürlich besser, als dann, dass man irgendwelche Rechnungen selber bezahlen muss. Außer Medikamente, die musst du eigentlich immer selber bezahlen. Ich muss meine Krankenkasse momentan selbst zahlen, weil das Amt nicht zahlt. Ja, das war bei mir auch eine Zeit lang so, weil ich ja nicht normal gearbeitet hatte und ich nicht über die Familie versichert sein konnte und so. Und dann musste ich es auch selber bezahlen. Ich habe mal für den Staat gearbeitet, also habe ich mich durch die Steuern selbst bezahlt. Mein Bruder schreibt einfach GTA RP auf dem Handy in-game. Warte mal, was? Mein Bruder schaut einfach im GTA RP auf dem Handy in-game dein VOD auf YouTube. Was? Bro, der Grind ist real. Da kracht's ja komplett. Ist der Supermarkt-Simulator schon so fest, dass man den in-game gucken muss? Ich habe doch keine Einkünfte. Ja, das hatte ich auch nicht, Owen, zu dem Zeitpunkt. Da habe ich auch noch kein Geld verdient. Aber das ist schon wild, Mann. Einfach das YouTube-VOD in GTA-RP glotzen. Das ist schon geil, Mann. Also ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile echt krass daran gewöhnt, hier die Kasse zu haben. Wisst ihr, wo ich nur auch noch drüber nachgedacht habe, Chat? Und zwar, als ich das Thumbnail gestern gemacht habe. Tom, danke schon auch an dich für dein Follow. Und zwar, wo stellen wir die zweite Kasse hin? Holla die Waldfee. Wo stellen wir die zweite Kasse hin, wenn wir irgendwann eine haben? Also, weil hier ist halt nirgendwo... Also hier würde irgendwie keine zweite Kasse irgendwie gut hinpassen oder so. Das passt bildlich gar nicht. Da müssen wir dann irgendwie gucken, dass wir die irgendwie unterbringen. Vielleicht arbeitet der Kassierer da auf der Straße oder so. Gesundheit, Dankeschön, Chats. Liebe an euch. Ich ärgere mich auch, aber wenn ich meine Gehaltsabrechnung sehe, wie viel für die Krankenkasse drauf geht, ja, das ist schon ordentlich, ne? Also wie gesagt, ich glaube, das richtet sich ja dann an dein Gehalt, aber das ist schon ordentlich. Extrem krass auch, dass die NPCs die Hitbox von der Tür berühren. Ja, da haben wir letztens schon drüber gesprochen. Ich fand das richtig, also das hat mich extrem fasziniert, dass die nicht durch das Glas einfach durchgehen, sondern dass die drumherum gehen. Ich fand das übel heftig. Ich hätte nie mit gerechnet, dass das Spiel sowas berücksichtigt. Gehalt ist im Prinzip eh immer zu wenig. Ja, das stimmt. Das ist wohl auch wahr. Bist du auch privat versichert und bekommst bei Fachärzten innerhalb von einer Woche einen Termin? Nee, ich bin ganz normal versichert. Dafür verdiene ich nicht gut genug, damit das Sinn macht, dass ich privat versichert bin. Aber ich war zum Beispiel schon öfters bei einem privatversicherten Augenarzt und ich sage euch ganz ehrlich, also ich bezahle lieber mal irgendwie 20 Euro oder so, damit der da mein Auge anguckt oder irgendwie sowas in die Richtung. Man muss natürlich aufpassen, muss man vorher erwähnen, als jetzt mich bei einem Augenarzt für 8 Monate eintragen zu lassen, damit ich irgendwie zu einem Augenarzt komme.
Und da dachte ich mir dann auch so, okay, dann bezahle ich mal lieber einfach diese 20, 30 Euro und der guckt sich das halt schneller an, anstatt dass ich da jetzt irgendwie anderthalb Jahre auf einen Termin warte. Das ist ja so geisteskrank bei Augenärzten und so. Um da an einen Termin dran zu kommen, das ist ja Wahnsinn. Ich habe einen links und rechts neben der Tür stehende Kasse, meinst du? Achso, meinst du? Okay, eigentlich wäre es auch lustig, wenn wir da die andere Kasse hinmachen, ne? Und wir dann irgendwann so diese Tiefkühl-Dingens einfach in vielleicht hier in die Erweiterung packen oder so. Das wäre natürlich eigentlich auch cool, hier die Kasse zu lassen und da die nächste Kasse hinzustellen. So, dass man so gegenüber kassiert. Dann können wir nämlich immer schön gucken, was unser Azubi da am Machen ist. Das ist eine gute Idee. Einfach Termine vereinbaren, falls irgendwas passiert. Ja, wirklich. Einfach im Voraus Termine machen schon. Das hatte halt nämlich auch meine Hausärztin hat es auch zu mir gesagt gehabt. Also im Endeffekt kann ich dir jetzt nur sagen, du solltest mal zu einem Augenarzt gehen, aber bis du da einen Termin hast, da ist dir dein Auge wahrscheinlich schon rausgefallen. Da, ja, da kracht's. Ich muss wieder zum Hautarzt. Ach du Scheiße, ja, Hautarzt auch übel krass. Mich übermannt die Müdigkeit. Nia, hab einen wunderschönen Abend und pass auf dich auf. Das ist aber gar kein Problem, denn wir haben ja schon in 5 Minuten 22 Uhr und dann muss ich auch aufhören für heute. Aber es freut mich sehr, dass du da gewesen bist. Dankeschön für die Zeit und den Support. Pass auf dich auf. Wir haben gleichzeitig genießt, als der Chat Gesundheit geschrieben hat. Da war ich schockiert. Das ist heftig. Das ist ja wie wenn einer gähnt und man gähnt einfach mit. Schicksal, würde ich sagen. Letztes Mal habe ich zum Glück einen Dringlichkeitstermin bekommen. Ja, also ich meine, wenn es jetzt wirklich etwas Kritisches ist. Normalerweise kriegst du dann ja auch ne, solche Termine früher. Aber viele Dinge sind ja gar nicht kritisch, sondern sie nerven zum Beispiel einfach oder so. Und du willst das einfach mal abchecken lassen. Und das ist ja, ja, das dauert dann wirklich Jahrzehnte, um da mal irgendwie ran, also dran zu kommen. Ich hoffe, dass meine Katze mich mal in Ruhe schlafen lässt heute. Ich drücke dir die Daumen, dass du gut schlafen kannst. Ich muss auch noch einen Monat auf einen Termin warten, obwohl ich jetzt schon weiß, dass der mich weiterschickt. Da dann nochmal warten und warten und warten und ja gut. Warten und warten und warten. Ich hoffe, dass dir geholfen werden kann, was auch immer es ist. Die Musik ist aber wirklich sehr gechillt heute. Gefällt mir. Jay, was habt ihr denn heute noch vor? Also guckt ihr noch was Twitch oder so? Oder zockt ihr selber heute noch irgendwas? Geht ihr schlafen? Esst ihr noch irgendwas Leckeres? Guck mal, hier kommen diese Spätzüge, die noch wirklich auf im letzten Drücker, ne? Der Laden ist schon geschlossen. Der Laden ist bereits geschlossen. Beenden Sie bitte Ihre Einkäufe und gelangen Sie zur Kasse. Dankeschön. Guckt ihr euch an. Der Supermarkt ist geschlossen. Heute mal früher schlafen gehen. Sehr gut. Schlafen, schlafen. Ich gucke, was bei Twitch noch so geht. Beobachte meinen Bruder beim GTA zocken. Also ich werde mich noch ums VOD kümmern, dann heute Nacht. Und wahrscheinlich dann, weiß nicht, vielleicht finde ich noch was Zeit für Elden Ring oder so, wenn ich Glück habe. Aber ich glaube eher nicht. Ich gucke wahrscheinlich ein Anime weiter. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich spiele noch eine Runde Palia. Vielleicht noch ein bisschen Supermarkt. Mit meinem mein Mann guckt neben mir Stranger Things. Ich weiß jetzt schon, dass ich heute nicht schlafen kann. Oh, es ist so spannend für dich. Bunny, einen wunderschönen guten Abend. Ins Bett kuscheln und Visage-VOD schauen. Ich lese noch etwas. Lesen. Ich bin vor 5 Jahren schon anderthalb Jahre mit einer kaputten... Schulter rumgelaufen, bevor ich dann endlich mal einen Termin habe und dann gesagt zu bekommen, dass er nicht oder dass er mich am liebsten schon gestern operiert hätte. Cool. Noch einen Monat zu meiner Lieblingszahl 33. Lächelndes Gesicht. Ich hoffe, bei dir ist alles gut, Mann. Und dass das irgendwie hoffentlich gut ausgegangen ist. Taya, auch noch mit 32 Monaten. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Dein Lieblingsmonat ist 33. Ich danke dir von Herzen. Ja, Madame, ne, da müssen Sie mal warten. Blöd, oder? Wir haben nach 9 Uhr. Ja? Und wissen Sie was? Was ist, wenn ich den Tag jetzt beende, Chat?
Dann ist der Einkauf nachher weg, ne? Das mache ich jetzt nicht. Ich räume jetzt einfach mal ein bisschen ein, ne? Jetzt merken Sie mal, wie blöd das ist, ne? Wenn man warten muss. Jam, wunderschönen guten Abend, alles klar bei dir? Lalala, lalala, da muss sie jetzt eben einfach mal warten. Die arme Frau, ihre Kinder warten zu Hause. Ich scheiß auf ihre Kinder. Die Kinder sind mir scheißegal. Die kommt um, wir haben gefühlt schon 12 Uhr und die ist immer noch, lässt sich allzeit der Welt hier im Laden. Ob ich das akzeptiere? Nein, tue ich nicht. Ihre Kinder zu Hause können auch warten. Lalala. Die muss bestimmt zur Nachtschicht im Krankenhaus oder so. Ja, keine Ahnung, ist doch nicht mein Problem. Es ist doch nicht mein Problem. Ich habe hier einen Supermarkt zu leiten. Star Wars Battlefront mit zwei, mit besten Kollegen, dann Final Fantasy. Boah, bei Final Fantasy wollte ich auch irgendwann mal reingucken. Aber ich habe halt wirklich so gar nichts mit Final Fantasy zu tun, also so null. Blazer, schlaf gut, Mann. Hab einen wundervollen Abend. Pass auf dich auf. Die eine Milch bleibt natürlich wieder übrig, so wie immer. Ich liebe deine Kundenfreundlichkeit. Wie gesagt, der Kunde ist König bei mir, ne? Aber wenn ein Kunde ein Arsch ist, dann bin ich auch ein Arsch. Ich habe kein Geld für Final Fantasy. Ja, ist ziemlich teuer, ne? Ist auch ein Vollpreistitel wahrscheinlich. 70 Euro oder so, ne? Okay, so. Ich wollte jetzt nochmal eben hier ganz sporadisch die Dinge auffüllen. Wir haben genau 22 Uhr, Chat. Eigentlich müsste jetzt der Stream einfach ausgehen, automatisch. Sorry an die VOD-Zuschauer, die keinen geilen Sound haben gerade. Du hast dir aber viel Geld erspart. Ja, das ist wohl wahr. Ich muss um 5 Uhr aufstehen. Ach, du heiliger Bimbam. Angie, ich hoffe, dass du gut rauskommst morgen. Das hört sich aber gar nicht gut an. Fang am besten den Tag mit so einer Musik an. Midnight, danke schön für die 20 Monate. Bedeutet mir sehr viel. Dankeschön, Mann. Warte mal, hatte ich hier? Doch, da hatte ich das große Sushi. Oh, wir brauchen noch große Sushi. Midnight, danke dir für die 20. Einen wundervollen Abend wünsche ich dir. Und Aurora, danke schön auch an dich für dein Follow. Danke dir. So, ah ja, wir bräuchten hier vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen Licht hinten. Das wäre auch super. Vielleicht kaufen wir uns da auch irgendwie eine Lampe oder so. Schon 22 Uhr und er rennt immer noch durch den Laden. Ja, ja, ich muss kurz. Ich muss noch kurz die Produkte auffüllen, die ich hier noch auf dem Boden stehen habe. Ich glaube, es sieht aber gut aus, oder? Was zockst du eigentlich noch so außer Supermarkt-Simulator? Sonne, ich habe eigentlich alles gespielt. So ungefähr. So, wir sind fertig. Jetzt können wir abkassieren. Ich hoffe, das war Ihnen eine Lehre, dass Sie zu spät gekommen sind. Viel Spaß mit den Kindern zu Hause. Tada! Lila, danke schon auch an dich für deinen Follow. Wie bist du eigentlich auf deinen Namen gekommen, also auf Black Pommes? Ich, ich war da sehr jung, das ist 12 Jahre her oder so. Und ich brauchte einfach einen Gamer-Name und irgendwie, keine Ahnung, Mann. Irgendwie kam dann der Name Black Pommes zustande vor 12 Jahren oder so. Auf Konsole oder PC? Beides, aber am allerliebsten PC, weil ich Konsole echt nicht gerne spiele. Ja. Also ich habe auch eine PS5 und so, aber die benutze ich eigentlich wirklich sehr selten, weil einfach nichts Interessantes da ist. Okay, Chat, also dann beenden wir die Frühschicht für heute. Tag 56, 43 zufriedene Kunden, Chat. Guckt euch das an. Die sind einfach glücklich gewesen. Was ein toller Tag zum Abschluss heute. Die waren alle glücklich. Alles gefunden. Kein Produkt war zu teuer. Einfach jeder war glücklich. Selbst die Dame am Ende war noch glücklich, dass sie mir zugucken konnte beim Einpacken. Oder auffüllen. Alle waren glücklich. Ein erfolgreicher Tag. Ja. Okay, Ladies and Gentlemen. Es war mir eine Ehre. Schön, dass ihr da gewesen seid. Das war die Frühschicht für heute mit dem Supermarkt-Simulator.
Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass ihr da gewesen seid. Ich hoffe natürlich auch hier an die YouTube-Zuschauer, dass ihr heute viel Spaß hattet. Heute war es gefühlt irgendwie eine Podcast-Folge teilweise. Und ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Zeit hier. Und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht auch schon morgen Abend wieder. Vielleicht haben wir ja Glück und das Update kommt heute Nacht noch oder eben morgen. Und dann gucken wir uns zusammen natürlich sofort das Update an, wenn es da was Neues gibt. Ich danke euch von Herzen, Chat. Es war mir wirklich eine Ehre, dass ihr da wart. Und ja, auch hier an die YouTube-Zuschauer, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar oder sogar ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten VOD wieder. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal. Euer Yoshi und euer Chat. Bis bald. Tschüss.